Und jetzt das große Bucketheads Star Wars Quiz. Herzlich willkommen, liebe Zuhörende. Willkommen zu einer neuen Runde des Bucketheads Star Wars Quiz. Ich bin Kevin und ich weiß, dass wir seit der letzten Runde viele neue Zuhörende gewonnen haben. Deswegen lasst mich kurz ein bisschen Orientierung geben, wo wir hier sind, was wir machen. Wir sind hier gerade in der zweiten Staffel unseres Quizzes. Begonnen hatte diese Staffel mit der Ausgabe Quiz 6, wenn ihr das nachhören wollt. Seit dieser Ausgabe haben wir folgende feste Besetzung aus drei Kandidaten und mir als demjenigen, der die Fragen stellt. Das Wort Quizmaster ist dafür, glaube ich, irgendwann mal erfunden worden und auch relativ geläufig. Ich werfe den Kandidaten einen Haufen Fragen hin zur großen, weiten Welt von Star Wars und sie können dafür Punkte bekommen und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt und ist damit offizieller Träger des Darksaber. Ihr wisst, es kann nur im Kampf gewonnen werden. Und ihr könnt mitraten, euer eigenes Wissen testen und bezeugen, wie wir entweder triumphieren oder versagen. The greatest teacher failure is. Jetzt aber hallo zu den drei Kandidaten. Wir fangen an mit unserem aktuellen Gesamtführenden, der Träger des Darksaber. Ich freue mich besonders, dass der heute dabei ist, denn der sitzt im fernen Afrika in Namibia. Hallo Josua. Hallo. Hallo. Ganz kurz, warum bist du in Namibia? Erinnere uns nochmal dran. Genau, ich mache einen Freiwilligendienst in Namibia, um genau zu sein in Oamaruru. Das ist so im zentralen Norden von Namibia. Namibia vielleicht für die, die es nicht kennen, ist im Süden Afrikas, quasi nördlich von Südafrika, an der Westküste des afrikanischen Kontinents. Und genau, ich bin hier für ein Jahr. Ich bin jetzt relativ genau ein halbes Jahr hier, also auch jetzt noch ein halbes Jahr hier und bin froh, dass ich trotzdem jetzt hier sein kann. Du bist Freiwilliger in einem Kinderheim, hilfst dort und ich würde mir wünschen, dass für alle, die sich dafür interessieren, die da noch ein paar mehr Infos haben wollen, dass die uns einfach am Schluss, am Ende, wenn das Quiz vorbei ist, noch ein bisschen zuhören, dann quetschen wir dich nämlich noch ein bisschen aus. Sehr gerne. Und das ist ja auch vielleicht interessant für andere Menschen, die wissen wollen, was gibt es da so für Möglichkeiten und ne, dann quatschen wir am Ende nochmal drüber. Schön, freue ich mich drauf. Jetzt zu unserem Quiz. Du bist Träger des Darksaber und du musst jetzt bitte nochmal belegen, dass du es hast. Das Darksaber ist nämlich auch dein Buzzer. Lass mal hören. Oh ja, es funktioniert. Du hast es nicht verloren in der Zwischenzeit. Alles klar. Wir haben zwei weitere Kandidaten, die versuchen dir dieses Darksaber abzunehmen. Der erste ist derjenige, der diesen Thron des Quizmasters an mich abgegeben hat. Der hochgeschätzte Patrick. Hallo, Patrick. Hallo. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Vielen Dank für die Einladung. Ist eine Zeit lang her, dass wir hier zusammensaßen. Vieles war zwischendurch. Ich habe schon einiges von den neu gelernten Sachen wieder vergessen. Ich bin gut gelaunt, freue mich sehr, bin ganz locker. Kann losgehen. Und du hast einen Buzzer-Ton mitgebracht für uns. Ja. Jar Jar Binks. Ja, einfach das Säbelrasseln hat die letzten Male einfach nichts gebracht und bevor man sich jetzt irgendwie hier irgendwas reinsteigert. Von daher, wenn man jetzt einfach sagt, ich mache euch einfach das Spiel kaputt und wahrscheinlich werde ich nicht gewinnen, aber ich habe viel Spaß bei der Sache, dann kann ich auch nur gewinnen und habe nicht die hohe Fallhöhe wie beim letzten Mal, wo ich so hoch gepokert habe. Von daher, ganz entspannt werde ich mir den Sieg holen. Viel Glück dabei. Unser dritter Kandidat ist der Lasse. Hallo, Lasse. Hallo, Kevin. Na, und wie geht's dir heute? Oh, mir geht's sehr gut. Ich bin hochmotiviert, in dieses Quiz zu gehen und mal wieder das Darksaber an mich zu nehmen. Und darüber hinaus ist es gerade einfach eine tolle Zeit, um Star Wars-Fan zu sein. Wir nehmen das hier gerade auf, einige Tage nachdem der Trailer zur Obi-Wan Kenobi-Serie erschienen ist. Und der Trailer ist großartig und macht ganz viel Lust. Und es gab The Book of Boba Fett vor kurzer Zeit und dieses Jahr kommt nicht nur die Obi-Wan-Serie, sondern auch die Endor-Serie raus und es macht einfach alles großen Spaß und ich freue mich darauf.
Ich mich auch. Du hast dir auch einen Buzzer-Sound ausgesucht aus dieser neuen Zeit. Lass mal hören. Das ist Mandos N1 Starfighter. Warum? Weil ich heute in diesen Starfighter steigen werde und euch allen punktetechnisch davonrasen werde. Fallhöhe. Da ist sie. Nochmal zur Klärung, wie das hier läuft. Wir machen insgesamt 5 Runden plus eine Finalrunde. Ich sage jedes Mal vorher an, wie die Modi im Einzelnen sind. Ihr könnt euch darauf einstellen, dass wir in dieser zusätzlichen Finalrunde auch wieder so ein bisschen zocken könnt, also Punkte investieren könnt und dann sehr viel gewinnen könnt und aufholen könnt. Oder wenn ihr weit in Führung liegt, auch nochmal sehr viel verlieren könnt. Ganz neu ist dieses Mal, ich habe mir was ausgedacht für euch. Ihr kriegt jeder von euch einen Telefonjoker. Okay. Jeder von euch darf heute einmal, wenn er dran ist, jemanden anrufen. Und ich habe da 3 Experten für euch aktiviert, die auf eure Anrufe warten. Und ich sage euch kurz, welche Joker das sind. Also der erste mögliche Joker ist der liebe Richie. Der sitzt gerade noch nicht in seinem Kellerlabor. Der hat mir gerade eine Nachricht geschrieben, dass er noch unterwegs ist. Aber ich hoffe, er taucht bald auf bei sich zu Hause und schraubt dann da wieder an den Javas rum oder mit den Javas rum, was er halt so macht. So. Also auf den Richie könnt ihr zählen als möglichen Joker. Den zweiten, den ihr anrufen könnt, ist der gute Tom. Den kennt ihr, wenn ihr auf unserem Bucketheads Discord seid. Und diejenigen, die die Reihe über Star Wars Comics schon mal gehört haben, hier im Podcast, beziehungsweise in dem Patreon-Format Star Wars Holocron. Da ist der Tom mein Gesprächspartner und das ist der zweite mögliche Joker für euch. Und der dritte mögliche Joker ist niemand Geringeres als der dunkle Lord, der Sith, der Schöpfer allen Übels, mein Vater, Darth Werner. Oha, was für eine Ehre. Also, irgendwann im Laufe des Abends dürft ihr auf die zugreifen. Es ist eure Entscheidung, wann ihr das macht. Ihr dürft nur einmal und dann auch nur einen der drei. Aber wenn jetzt Josua zum Beispiel sagt, er ruft einen Tom an, dann dürfen die anderen trotzdem auch noch Tom anrufen. Also die Joker sind nicht verbrannt durch die anderen. Also theoretisch kann ein Joker dreimal angerufen werden. Und das wissen die auch und die freuen sich auch auf euch. Und das geht nur in Buzzer, Multiple Choice oder einfach immer, wenn ich sage, so jetzt möchte ich? Zu jedem Zeitpunkt, Voraussetzung, du bist dran. Also du hast schon gebuzzert und riskierst quasi, dass du einen Punkt verlierst. Und was die dann sagen, muss ich übernehmen oder mich inspirieren lassen oder? Das ist völlig deine Entscheidung. Gut, ich muss das nicht übernehmen. Du musst es nicht übernehmen. Gut. Dann geht es los. Runde 1. Ich stelle eine Frage und gebe keine Antwortmöglichkeiten vor. Ihr buzzert, wenn ihr glaubt, die Antwort zu kennen. Eine richtige Antwort gibt wie immer einen Punkt und eine falsche Antwort gibt einen Minuspunkt. Wer einmal gebuzzert hat, darf nicht nochmal buzzern. Diese Runde 1 hat kein bestimmtes Thema. Es ist auch keine Schnellraterunde, kein bestimmter Modus. Es ist einfach eine bunte Mischung zum Warmwerden. Und ich werde nicht den Fehler machen vom letzten Mal, dass ich sage, wir fangen einfach an. Oder so. Ich versuche wertungsfrei da reinzugehen. Seid ihr bereit? Immer. Ja. Yes. Frage Nummer 1. Die Serie Obi-Wan Kenobi wird eine Lücke füllen zwischen Episode 3 und Episode 4. Es wird darin mutmaßlich offenbar ein Wiedersehen geben zwischen Obi-Wan Kenobi und Darth Vader, nachdem die beiden in Episode 3 nach dem Kampf auf Mustafar so tragisch, dramatisch auseinandergegangen sind. Meine Frage an euch, was war das Letzte, was Obi-Wan auf Mustafar zu Vader gesagt hat? Patrick. I loved you. I loved you. Ja, das ist richtig. Sehr gut. Schlusspfiff, Ende. Das war's. Tschüss, war schön. Ein Punkt für Patrick. Also Obi-Wan sagt, bevor Vader da wirklich verbrennt, ruft er ihm zu, you were my brother Anakin, I loved you. Ganz genau. Frage Nummer 2 ist
eines meiner geliebten Tonrätsel. Wir hören gleich die Geräusche eines Lichtschwertkampfes. Und zwar hören wir nur die Lichtschwerter. Keine Musik, keine Worte, kein A, Ö, Ü, nichts. Ihr sagt mir bitte anhand nur dieser Lichtschwertgeräusche, welcher Lichtschwertkampf das ist. Auf sowas kommst auch nur du. Das ist toll. Also, auf geht's. Ihr dürft jederzeit buzzern, ja? Patrick hat gebuzzert. Das ist Yoda gegen Palpatine im Senat. Yoda gegen Palpatine im Senat. Wie kommst du Das Schnelle ist das Gehüpfe von Yoda und ich habe den ersten Moment abgewartet, wo die längere Pause ist. Das ist die Nahaufnahme, wo Palpatine das Schwert so auf den Yoda da an der Ecke dieser Kanzel hat. Das ist, glaube ich, die erste Pause, ehe er den wegwischt und dann ist der Szenensprung nach Mustafar. Sehr gut begründet. Careful not to choke on your stupidity. Leider falsch. Falsch! Oh, war leider falsch. Das klang so gut. Okay. Das war der Hammer. Das war leider falsch. Können wir es nochmal hören, Kevin? Ja. Ich würde dann auch sagen, dass Patrick dann nochmal buzzern darf, wenn wir es alle nochmal hören dürfen. Nein. Nee, wir können höchstens da weiterhören, wo wir aufgehört haben. Oder so, auch gut. Das war die zweite Hälfte. Ich weiß nicht, was das geben soll. Ich finde das total schwer. Das könnten. Ja. Also es geht sehr schnell. Es scheint nicht der Fight in Episode 4 zu sein, der ist ja eher etwas langsamer. Ich finde 4, 5, 6 kann man schon ausschließen, aber. Kevin, gib uns mehr. Ich habe sonst keine Ahnung. Es ist ein bisschen unfair Patrick gegenüber, ne? Wenn ich euch jetzt mehr gebe. Ja, deshalb meinte ich eben, von mir aus darf Patrick gerne nochmal raten. Du willst mir eine Falle stellen, damit ich noch einen Punkt verbrate bei der Tour. Alles Strategie. Ihr geht alle wie selbstverständlich davon aus, dass es aus einem Duell der Skywalker-Saga ist, ja? Das ist auch richtig. Dass es nicht Episode 4, 5, 6 ist, ist auch richtig, ja. Kommt, wir hören uns das nochmal an. Patrick, du darfst nochmal mitbuzzern, wenn Josua auch einverstanden ist. Ja. Ja? Okay. Wir hören nochmal von vorne. Patrick, versuch's nochmal. Und ich bleib dabei. Das ist Yoda. Und diese Pause, wo die Schwerter aufeinander liegen und Yoda die wegwischt, dann ist es nicht Palpatine auf der Senatskanzel, dann ist es Dooku in der Nahaufnahme. Ich sehe Yoda in der Nahaufnahme, wie da ein Schwert drauf liegt und der wischt das so zur Seite und dann ist ein Szenensprung oder ein Kamerasprung. Das ist es. Ja, also, da sagt er dann so, gut gekämpft, mein alter Padawan, du hast oder ja. Was sagt er da? Also, gut gekämpft, du hast. Und dann, das ist erst der Anfang, so diese Ecke. Formulier mal, welches Duell ist es und in welchem Film? Yoda gegen Darth Tyrannus in dem Hangar auf Geonosis, Episode 2. Minute auch, oder? The Force is strong with you. Ganz genau. Gut, dass du vor mir gebuzzert hast. Was wolltest du denn sagen, Josua? Ich hätte jetzt Episode 1 gesagt, weil dieses schnelle Gewirbel klang ein bisschen wie Maul, fand ich. Weil er immer so ganz schnell sein Doppelschwert rumgewirbelt hat. Da habe ich jetzt dran gedacht. Bei Maul sind zwischendurch noch Tritte und ja, stimmt. Die Lichtschwertklänge sind teilweise noch ein bisschen tiefer. Aber das war die einzige Idee, die ich hatte. Sehr schön. Ich danke euch fürs schöne Mitspielen. Das war Frage Nummer 2. Patrick führt im Moment mit einem Punkt, weil er gerade eben einen Minuspunkt und einen Pluspunkt geholt hat. Finde ich nett, wie ihr das gelöst habt. Ja. Sehr freundlich. Frage Nummer 3. Im Finale der ersten Staffel von Rebels kämpft Kanan Jarrus gegen den Großinquisitor. Der provoziert Kanan mit dem Vorwurf, ich zitiere auf Deutsch, du hast deine Meisterin im Stich gelassen, du bist ein Feigling. Und später sagt Kanan,
darauf, du hattest recht, ich war ein Feigling, aber jetzt weiß ich, dass es etwas viel Stärkeres gibt als Furcht. Was meint Kanan? Was ist stärker als Furcht? Er sagt dann ein Wort. Ich gebe euch 4 Antwortmöglichkeiten und jeder äußert sich. Patrick fängt an, weil er führt. Aus Kanans Sicht ist stärker als Furcht A. die Liebe, B. die Hoffnung, C. die Macht, D. die Freundschaft. Instinktiv denkt man natürlich erstmal die Liebe, aber das ist ja dann auch das, ja, das ist für die Jedis eigentlich eine bisschen enge Kiste. Also das zweite, Hoffnung, Rebels, ich denke, ich würde Hoffnung nehmen. Lasse, was glaubst du? Es ist die Macht. Ich bin mir relativ sicher, weil ich Rebels gerade mal wieder schaue, um auf die Obi-Wan-Serie gut vorbereitet zu sein. Joshua? Ich hätte jetzt auch die Macht gesagt. Das war das Erste, was mir durch den Kopf geschossen ist. Ich muss zugeben, ich habe Staffel 1 von Rebels lange nicht mehr geschaut, weil ich dann immer mit Staffel 2 angefangen habe. Aber ja, ich würde auch die Macht sagen. Du bist ja auch jetzt ein halbes Jahr gefühlt ganz raus aus Star Wars, ne? Ja, ich muss hier tief graben. Also, es ist nicht die Liebe, Patrick, da hast du recht gehabt. Das wäre vielleicht zu platt gewesen. Und passte auch in dem Moment nicht. Die Freundschaft hätte es sein können, sie ist es nicht. Die Hoffnung hätte es auch sein können. Patrick, es tut mir leid, sie ist es nicht. Er bezieht sich tatsächlich auf die Macht. Der Punkt geht an Joshua und Lasse jeweils. Frage Nummer 4. Das erweiterte Universum brachte vor dem Neustart des Kanon immer mehr und immer mehr Sith Lords in die Star Wars Timeline ein. Und da kann man schon mal durcheinander kommen, wer wann lebte. Ich nenne euch jetzt 4 Sith Lords aus den Legends und ich möchte bitte, dass ihr die in die richtige Reihenfolge bringt. Das kann ja was werden. Ich hoffe, ihr habt ein Schreibutensil zur Hand. 4 Sith Lords. Darth Zenna. Darth Revan. Exakun und Darth Tenebrous. Ich habe nur einen davon jemals gehört. Ich alle, tatsächlich. Wie wird der erste nochmal? Kannst du dir nochmal sagen? Habe ich gerade vergessen. Darth Zenna mit Z, Zanna. Ah, okay, ja, dann weiß ich wer. Okay, danke. Darth Zenna, Darth Revan, Exakun und Darth Tenebrous. Schreibt es in den Chat. Und auf Los wird's abgeschickt. Oh, bitte. Das dauert jetzt einen Moment. Wie hieß der, den du zuletzt genannt hast? Darth Tenebrous. 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 Genug Zeit, jetzt Wikipedia aufzumachen. Hättet ihr, aber aus Fairnessgründen machen wir das natürlich nicht. Ehrensache natürlich nicht. Gibt's Teilpunkte? Wie stellst du dir das genau vor? Naja, wenn es jetzt keiner so ganz richtig hat, wenn irgendeiner 3 in der richtigen Reihenfolge hat und hat den 4. dann falsch oder so, dass es dann reduziert wird, oder? Man könnte vielleicht machen, dass es für jede richtige Position einen Punkt gibt und keine Minuspunkte. Das könnte ich mir vorstellen, ja. Das finde ich gut, das machen wir so. Also, wer von denen lebte zuerst und wer lebte zuletzt? Habt ihr eine Reihenfolge, jeder? Eine Moment. Noch bei 2 muss ich noch überlegen. Darth Zenna, Darth Revan oder Revan, Exakun und Darth Tenebrous. Patrick ist typing. Lasse, fertig? Ja, ich bin ready, glaube ich. Joshua, also. Fertig? Ja, egal, mach einfach so. Abschicken, bitte. Lasse hat angefangen. Die Schreibweisen sind interessant. Lasse, erzähl uns deine Reihenfolge. Ja, ich habe die Reihenfolge genauso gewählt, wie du sie genannt hast. Also Darth Zenna, Darth Revan, Darth Exakun und Darth Tenebrous. Und ich habe Exakun. Exakun. Ich wusste nicht, dass das zwei. Die anderen haben wir Exakun. Das sind 2 Wörter. Das sind 2 Wörter. Das ist der Name. Interessant, interessant. Ja, das wird aber richtig sein, was ich hier habe. Die macht das mit mir. Ich schätze das sehr an, Lasse. Ich muss das jetzt mal öffentlich sagen.
dass du so locker da rangehst und sagst, ach, ich weiß, dass ich auch gewisse Sachen nicht weiß und dann gehe ich so damit um, wie ich damit umgehe. Hauptsache, die Leute haben Spaß. Das ist wieder so ein Beispiel dafür. Also darf Senna, Revan, Exarchun und Tenebris, das ist deine Reihenfolge. Okay. Patrick sagt, was sagst du? Ich sage als erstes Exarchun. Ich glaube, das ist so ein Gründungsmitglied von der ganzen Truppe. Als nächstes Revan, weil Darth Senna ist die Schülerin von Darth Bane und Bane baut auf Revan auf, glaube ich. Deswegen Exarchun, Revan, Senna und Tenebris. Ich meinte, das ist der Meister von Plagueis. Deswegen ist er sehr jung. Das ist meine Reihenfolge. Josua, deine Reihenfolge? Also ich war mir unsicher, ob Revan oder Exarchun zuerst. Ich habe jetzt erst Revan genommen, ich war mir aber unsicher, aber Exarchun. Dann auf jeden Fall Senna, weil das eben die Schülerin von Bane ist, wie er schon gesagt hat. Und Tenebrous ist eben der Meister von Plagueis, ist das auch richtig? Nur bei Revan und Exarchun bin ich mir nicht ganz sicher. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Da ist viel Gutes, Richtiges bei euch drin. Also, ich löse auf. Der erste in der Reihenfolge ist Exarchun, das ist tatsächlich der älteste, ein legendärer Sith Lord, der lebte um das Jahr 4000 vor der Schlacht von Yavin. Exakt starb er in den Legends 3996 und damit starb er 2 Jahre bevor geboren wurde Darth Revan. Also Revan ist der zweite. An Position 3 ist tatsächlich Darth Senna. Das ist völlig richtig. Das war die Schülerin von Darth Bane. Und Darth Bane und Darth Senna lebten um 1000 vor der Schlacht von Yavin. Und das heißt, der Jüngste aus der Reihe ist Darth Tenebris. Und das hattet ihr auch völlig richtig. Das war der Meister von Darth Plagueis. Und der lebte um 100 vor der Schlacht von Yavin. Also Exarchun, Revan, Senna, Tenebris. Das bedeutet, Patrick hat alles richtig, 4 Punkte. Josua hat 2 richtig, 2 Punkte. Und Lasse hat 1 richtig, 1 Punkt. Tenebris war richtig bei dir, Lasse. Ja, ganz klarer Fall. Revan auch. Weiß man doch. Bei Lasse war Revan auch richtig. 2 Punkte für Lasse. So. War das schön? Komm, sagt, es war schön. Das war cool, ja. Das war wundervoll. Ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster. Stark anfangen, stark nachlassen war immer die Devise. Also es war ganz passabel. Pass auf, der Kevin macht jetzt sein Köfferchen auf und holt heraus Frage Nummer 5 und das ist ein Musikrätsel. Wir hören ein Stück aus dem Soundtrack von dem Film Solo – A Star Wars Story. Und ich möchte wissen, was passiert im Film, als wir diese Musik hören? Wer es weiß, darf sofort buzzern, während das noch läuft. Aufgabe klar? Ja. 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 Buzzer sind frei. Ich starte die Musik. Josu hat gebuzzert. Erzähl, wo ist das? Was passiert da? Ehrlich gesagt habe ich nicht mal wirklich eine Ahnung, aber ich glaube, es ist der Kessel Run, weil mich das gerade an die Szene erinnert, wo die da halt dann durchfliegen. Deswegen würde ich jetzt sagen, es ist der Kessel Run. Der Kessel Run ist sehr lang. Das ist mir nicht genau genug. Ein bisschen mehr Details, was da passiert im Bild. Ein bisschen mehr. Dann würde ich jetzt sagen, das ist noch relativ am Anfang, als sie gerade von den TIE Fightern wegfliegen, vielleicht. Keine Ahnung. Well, shall we discuss your surrender? Nein, das ist mir leider zu weit weg. Also sowohl von dem Moment, was passiert, als auch was dann wirklich im Bild passiert. Nein, leider falsch. Tut mir leid. Ich lasse die Musik nochmal anlaufen. We'll be right back.
buzzert. Ich glaube, es ist im Kessel Run der Moment, als Lando den Millennium Falcon nicht mehr fliegen kann, weil der ist ja verletzt. Der wird doch angeschossen auf Kessel von diesen Pikes. Und dann muss er das Steuer des Millennium Falcons verlassen und Han übernimmt und springt auf den Sitz drauf und Chewie ist der Co-Pilot. Und das ist dann das erste Mal, dass die beiden zusammen als Pilot und Co-Pilot den rasenden Falken fliegen. Und da geht halt auch diese Rebellenfanfare dann los. Man sieht das Leuchten in Hans Augen und dann, naja, düsen sie da den TIE Fightern da davon. You are so right. Sehr schön. Das ist korrekt. Am Anfang dachte ich, du bist zu früh, von wegen Lando gibt den Sitz auf und Han setzt sich da rein und so. Aber du hast dann das Richtige gesagt. Es ist der Moment, wo Chewie sich reinsetzt in den Sessel das erste Mal und die beiden das erste Mal zusammenfliegen. Und genau, und dann kommen nämlich diese ganzen Musikthemen, die wichtig sind. Es kommt ja dann sogar das Star Wars Main Theme rein. Ja, genau. Wir hören noch mal das Ganze mit dem restlichen Ton, also die Auflösung, damit ihr es alle nachvollziehen könnt. We need to divert auxiliary power to the rear deflector shield. We definitely do. Since when do you know how to fly? 190 years old? You look great. Chewie, get in. I'll help Lando. Und danke an John Powell für das wunderbar präzise Einsetzen dieser ganzen Themen. Herrlich. Kriegt man doch direkt wieder Lust, den Film zu sehen, oder? Es ist auch ein toller Film. Ja, es ist so ein toller Film. Ah, Entschuldigung. Gegenmeinungen werden akzeptiert. Sowas gibt's hier nicht. Er wird mit jedem Mal, da ich ihn gucke, besser. Ich glaube, ich gehe mit zu viel Erwartung in so neue Sachen rein. Und immer wenn ich mir sie dann nach einem halben Jahr nochmal gebe, dann gefallen sie mir meistens besser als beim ersten Mal. Es war bei vielen Marvel-Filmen so, es war bei Solo so. Es kommt. Das kann ich so stehen lassen. Gut. Patrick kriegt 10 Minuspunkte. Lass mich noch ein paar Sith-Lords sortieren, die hole ich wieder raus. Das war Runde 1. Ich gratuliere euch zu dieser sehr schönen Runde 1. Der Punktestand ist Patrick und Lasse haben jeweils 4 Punkte. Josua liegt knapp dahinter mit 2 Punkten. Runde 2. Runde 2 hat ein Thema. Das Thema von Runde 2 ist Episode 4, eine neue Hoffnung. Also es kommen 4 Fragen ausschließlich zu diesem wunderbaren Film. Frage Nummer 1 ist eine Buzzerfrage. Folgendes, in Ben Kenobis Hütte versucht Ben, Luke zu motivieren, mit ihm nach Alderaan zu kommen. Doch Luke hat eine ganze Reihe von Ausreden, warum er nicht mitgehen will. Und ich möchte jetzt von euch diese ganzen Ausreden hören, warum er nicht mitgehen darf. Also ihr dürft buzzern und einen nennen und dann nochmal buzzern und die nächste nennen. Also ihr müsst jetzt nicht alle, die es gibt, auf einmal nennen. Was sagt Luke alles, warum er nicht mitgehen kann nach Alderaan? Lasse. Alderaan? Ich kann nicht nach Alderaan. Ich krieg auch so schon Ärger. ist richtig, genau. Buzzer sind frei für weitere Antworten. Er hat noch Gründe. Welche Gründe hat Luke noch, warum er nicht nach Alderaan kann? Einmal, er kriegt auch so schon Ärger. Das ist so lange her, dass ich diesen Film geschaut habe. Spielt Jackson der Hase eine Rolle? Es kann sein, dass es indirekt eine Rolle spielt, weil er vielleicht in der Tatooine Homestead von Owen und Beru in einem Stall sitzt und gefüttert werden muss, ja. Aber das führt er nicht an. Das würde ich nicht gelten lassen. Keine weiteren Ideen? Vielleicht ist es zu trivial. Es ist alles trivial, was er sagt. Und es ist alles so natürlich. Es ist alles so menschlich, was er sagt. Josua. Sagt er nicht irgendwie sowas wie,
I can't go, I have work to do oder so. Ich weiß nicht, ob er genau sagt, was er tun muss. Aber ich glaube, er sagt irgendwie, dass er was arbeiten muss oder so noch. Ich habe meine Arbeit, genau, I have work to do, ist auch ein Grund, genau. Er hat noch, 3 weitere hat er noch. Das ist aber gut, um Ausreden haben. Ich muss nach Hause, es ist spät, ich kriege auch so schon Ärger, das hat Lasse gesagt. Ich habe meine Arbeit, sagt er, was sagt er noch? Ich zähle runter. 3, 2, 1. Ich löse auf. Komm, wir hören uns das mal an. Wir hören uns das mal auf Englisch an und dann fasse ich es mal zusammen. You must learn the ways of the Force, if you're to come with me to Alderaan. Alderaan? I'm not going to Alderaan. I've got to get home. It's late. I'm in port as it is. I need your help, Luke. She needs your help. I'm getting too old for this sort of thing. I can't get involved. I've got work to do. It's not that I like the Empire. I hate it, but there's nothing I can do about it right now. It's such a long way from here. Also ich ziehe da raus. Am Anfang sagt er, ich muss nach Hause. Es ist spät, ich kriege auch so schon Ärger. Das hat Lasse gesagt. Dann sagt er, I can't get involved. Ich kann mich da nicht einfach einmischen im Deutschen. Das wäre für mich der zweite Grund. Das dritte ist dann, I've got work to do, was Josua gesagt hat, ich habe meine Arbeit. Dann sagt er, ich kann gegen das Imperium nichts ausrichten. Und schließlich noch, Es ist so weit weg von hier. Das ist so wichtig, finde ich. Es ist so weit weg von hier. Es geht mich nichts an. So, der Konflikt irgendwo anders, aber nicht hier. Es geht mir nichts an. Das finde ich sehr berührend, was er da alles für Ausreden hat. Da kann ich mich wiedererkennen, wenn ich keinen Bock habe auf irgendwas. Oder mich vor irgendwas fürchte oder so, denke, man müsste es eigentlich tun, aber ich finde 1000 Ausreden ist doch nicht zu tun und so, das steckt da so drin, das finde ich ganz toll. Ja, also, Josu hat einen Punkt gekriegt, Lasse hat einen Punkt gekriegt, dafür danke euch. Ja, bitter, das wird im Imperium viel mehr eben noch rein, ich hasse es sogar. Ja, stimmt, zu spät. Frage Nummer 2 zu Episode 4 ist ein Tonrätsel, ein weiteres. Und zwar, in frühen Entwürfen von Episode 4 konnte R2-D2 noch richtig Englisch sprechen. Der hatte noch richtige Worte. Seine Sprache wurde dann später durch Piepen ersetzt und wurde zu dem oder einem von R2s Markenzeichen, was wir alle so gern haben. Doch was genau tut R2-D2, als er hier piept, so wie er piept, wie ich euch das gleich vorspiele. Also ich spiele euch eine Szene vor, wie er piept und ihr sagt mir, was genau passiert da, was macht er? Wer zuerst buzzert, darf antworten. Nochmal. Lasse hat gebuzzert. Da sind noch so andere Töne drin, die, glaube ich, nicht von R2 stammen. Und da assoziiere ich die Szene mit, als die ganz am Ende auf Yavin 4 in der Rebellenbasis sind. Da wird R2-D2 bei diesem Meeting angeschlossen, wo die ganzen Piloten da sitzen. Und General Dodonna steht da vorne. Und dann wird R2 da angekoppelt und zeigt die Pläne des Todessterns. Und General Dodonna erzählt aber, die von Prinzessin Leia erbeuteten Pläne nach Auswertung. Weiß das kommt danach, Schille. Genau. Du kriegst jetzt sogar ein R2-Ride. Ja, genau, das ist das. Die Todessternpläne werden ausgelesen und er steht da ganz geduldig und lässt das über sich ergehen und freut sich vielleicht auch so ein bisschen. Herzallerliebst. Ja, richtig, Lasse, ein Punkt für dich. Sehr schön. Hattet die anderen irgendeinen Tipp, eine Ahnung? Ich hätte wahrscheinlich gesagt, als der Rückhaltebolzen, wie das Ding da heißt, entfernt wird und er das erste Mal die Nachricht richtig abspielt. Aber das war dann wahrscheinlich das Geräusch, was der Todesstern-Hologramm dann da erzeugt. Da war ich auf der falschen Fährte. Auch eine schöne Idee. Frage Nummer 3. Beim Angriff auf den Todesstern starten die Rebellen mehrere Anflüge auf den Graben. Gegen Ende ist nur noch ein Teil des Roten Geschwaders übrig. Und sie kriegen den Befehl von General Dodonna auf Yavin 4, dass die Hälfte des Geschwaders zurückbleiben soll.
Welche Mitglieder von Staffel Rot befiehlt Commander Drace, erstmal außer Reichweite zu bleiben? Ich will von euch die Rufzeichen wissen. Also die Nummer, meinst du? Ja. Also welchen Mitgliedern von Red Squadron befiehlt Kommandant Drace, erstmal außer Reichweite zu bleiben? Welche Rufzeichen? Ja, wäre auch eine schöne Frage für den lieben Richie, aber ich glaube, ich brauche den noch. Der spielt für mich das Finale. Anyone? Mag es keiner probieren? Zu riskant. Lasse, du auch nicht? Doch, nicht das geht. Doch, Lass hat gebuzzert. Ich brauche immer so ein bisschen, um diese Dialoge so durchzugehen. Also, da ist dieser... Da sagt Luke, nimm Rot 2 und 3 mit und wartet auf mein Signal. So, also Luke, mit denen fliegt er weiter und der Rest des Rogue Squadrons muss dann ja abdrehen. Luke ist Rot 5 und er nimmt 2 und 3 mit, glaube ich. Das heißt, 1 und 4 bleiben zurück. Oha, da konstruiere ich mir hier richtig was zusammen. Aber das ist meine Antwort. Also. Ich gebe dir nochmal die Frage, welchen Mitgliedern von Staffel Rot befiehlt Kommandant Drace, erstmal außer Reichweite zu bleiben? Ach so. Ja, erstmal bleibt ja Luke außer Reichweite mit den beiden. Und ich meine, das sind Red 2 und Red 3. Und Luke ist Red 5. Die drei bleiben außer Reichweite. Und erstmal gehen ja die anderen in den Graben. Und Luke steigt dann ja erst später mit in den Graben ein. Wo er das gerade her hat, weiß ich auch nicht. Da hat er irgendwo unser Kopf so ein kleines Filmbad, was er dann abspielt. Ich habe das aber auch im Kopf. So, Luke, nimm Rot 2 und 3. Wie der Garvin Drace das sagt. Ich weiß nicht, vielleicht geht es manche von euch auch so, dass man das so oft gesehen hat und dann hört man das irgendwie. Ja, ich weiß gar nicht, wie der Anführer heißt. Das wird ja von dem Rogue Squadron, das wird ja im Film auch, glaube ich, gar nicht gesagt. Red Squadron, heißt. Ja. Rot 1 ist ja. Garvin Drace. Nee, das weiß man, wenn man die Figuren gesammelt hat. Aber der General Dodonna, der sagt doch irgendwie, Red Leader, this is Base One. Keep half your group. Bla bla bla. Und dann sagt der Anführer da, copy Base One, Luke, take Red 2 and Red 3. Und wait for my signal and start to run oder sowas, sagt er. Du machst es sehr gut, wir können uns das ja nochmal richtig anhören. Ja, gerne. Red Leader, this is Base One. Keep half your group out of range for the next run. Copy Base One, Luke, take Red 2 and 3. Hold up here and wait for my signal to start your run. Das ist richtige Wertschätzung, oder? Du bist ausgebildet an so einer tollen Akademie und da kommt so ein dahergelaufenes Landei, setzt sich da rein, hat sonst auf seiner T-16 irgendwelche Ratten abgeballert und dann sagt er Rot 1 strack zu dir so und du fliegst jetzt dem Klotzkopf dahinterher, der noch nie in einem Raumschiff saß. Seh zu, wie du klarkommst. Wobei ja Bix bürgt für Luke, ne? Ja, vorher. Gut. Dem Kommandant Race gegenüber und sagt hier, das ist ein super Typ, dem können wir trauen. Ja, genau, das ist ein super Typ. Das ist ja nicht gerade, als würde er Bananen einkaufen gehen oder sowas. Sei doch nicht so. Weißt du, das fällt mir auf, aber dass der Batch und Bix heißt auch. Die Nummern kamen schon so auf dem Quiz, ich müsste sie mir einfach mal ausdrucken oder so. Das war ein Punkt für Lasse. Und es kommt die letzte Frage aus Runde 2 zu Episode 4. Die letzte Frage lautet: Zu Episode 4 gibt es eine Sammlung von Kurzgeschichten aus dem Buch From a Certain Point of View. Das sind 40 kleine Geschichten über Charaktere, die eher so im Hintergrund von Episode 4 eine Rolle spielen. Und in einer dieser Geschichten wird angedeutet, dass eine wichtige Figur aus A New Hope eine homosexuelle Beziehung pflegt. Welche dieser Figuren ist es? Ich gebe euch 4 Möglichkeiten vor und ihr müsst mir dann nacheinander sagen, was ihr glaubt richtig ist. Also, über welche Figur wird angedeutet, dass sie eine homosexuelle Beziehung pflegt? A. Groß Moff Willoff Tarkin. B. Jedi-Meister Obi-Wan Ben Kenobi. C. Imperator Sheev Palpatine. Oder 4. Rebellenanführerin Mon Mothma. Über welche wichtige Figur aus Episode 4 wird angedeutet? Kannst du nochmal die ersten beiden sagen? Groß Moff Willoff Tarkin, Jedi-Meister Obi-Wan Ben Kenobi
Imperator Sheev Palpatine oder Mon Mothma. Okay, danke. Lasse, du führst. Und deswegen möchte ich von dir zuerst wissen, was du glaubst, ist richtig. Ich kenne das Buch nicht. Und alle Antworten finde ich auch irgendwie unlogisch. Also Imperator Palpatine spielt in New Hope ja gar nicht mit. Er wird einmal erwähnt als der Kaiser. Das war es dann aber auch. Und daraus lässt sich jetzt nicht eine Homosexualität ableiten, wie ich finde. Dann Mon Mothma spielt er auch noch nicht mit. Die kommt ja erst in Return of the Jedi vor. Obi-Wan ist ein Jedi. Die sollen ja eigentlich nicht lieben. Und laut Kanon hat er ja seine Duchess Satine geliebt. Also ist er heterosexuell. Und Moff Tarkin wirkt auf mich sehr asexuell. Deshalb passt das alles nicht. Aber ich muss mich jetzt ja festlegen. Deshalb wähle ich... der Moff Tarkin, der packt ja auch Leia so am Kinn und ist halt so ein alter Macho. Den sehe ich dann eher so als hetero. Dann ist es Obi-Wan. Dann nehme ich Obi-Wan. Dann ist der homosexuell, das ist in Ordnung. Gut. Patrick, du bist an Platz 2 im Moment. Deine Antwort. Wette Lasse ist ja auf dem falschen Dampfer, dass die Figuren nicht im Film auftreten müssen. Das war ja auch die Nummer beim letzten Mal mit dem schwangeren Towntown oder was das war. Das Buch liegt noch genauso unberührt wie beim letzten Mal immer noch auf meinem Nachttisch. Ich habe schon dreimal den Staub wieder abgewischt. Ich will jetzt erst noch das Doku-Buch lesen und dann das weitermachen. Ich kann offen reden. Ich weiß, dass der Josua das weiß. Er kannte auch das schwangere Towntown. Das Entweder Towntown war nicht schwanger. Das war die Mama. Und die war voll mutig. Ja, da war sie vorher schwanger. Also entweder Tarkin oder Mon Mothma. Und das weiß ich nicht. Tarkin, ich kann mir nicht vorstellen, dass der im Nachhinein in so einem modernen Werk diesen Einschlag kriegt. Aber ich glaube das nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Mon Mothma lesbisch ist. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe Mon Mothma mit einem Partner noch nicht gesehen. Die hat diese Kurzhaarfrisur, wenn man jetzt da drauf irgendwie schauen möchte. Aber das ist auch weit gegriffen. Und ich glaube, Mon Mothma, vielleicht könnte es Tarkin sein, die anderen zwei halte ich für ausgeschlossen. Josua. Ich habe das Buch ja gelesen, wenn ich mich... Ja, ich bin mir relativ sicher, dass es Tarkin war. Und soweit ich mich erinnere, war das mit einem... Sturmtruppler und die Story war halt auch irgendwas mit Mausdroiden zu tun. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Also ich weiß nur, dass ich das alles ein bisschen weird fand irgendwie, weil es irgendwie nicht ganz so gepasst hat. Aber deswegen würde ich sagen Tarkin. Josua sagt Tarkin und er hat das Buch gelesen. Ihr hattet alle recht, es ist nicht Imperator Sheev Palpatine. Es ist ja auch keine wichtige Figur in Episode 4. Unabhängig davon hat er eine Geschichte in diesem Buch, From a Certain Point of View. Da gibt es eine Geschichte aus Palpatines Sicht. Dieses Gedicht, der sagt doch irgendwann so ein Gedicht auf. Das habe ich mal gelesen. Er bekommt da auf jeden Fall die Nachricht von Vader, dass Kenobi tot ist. Und dann denkt er drüber nach. So, was bedeutete dieses If you strike me down und so. Und er fragt sich, wo Yoda ist und mehr. Aber über sexuelle Andeutungen gibt es nichts da. Es ist Fehlanzeige. Mon Mothma, lieber Patrick, ist keine wichtige Figur in Episode 4. Deswegen hätte man die ausschließen können. Und ist leider falsch. Hm. Es gibt in From a Certain Point of View auch eine Geschichte über Mon Mothma, aber ist trotzdem nicht richtig. Die kommt halt nicht vor in Episode 4. Deswegen, wie gesagt, hätte man die ausschließen können, leider. Lasse, Obi-Wan Kenobi ist falsch. Es gibt in From a Certain Point of View eine Geschichte aus Sicht eines Tusken Raider, in der Ben Kenobi erwähnt wird. Und es gibt auch eine Geschichte aus Sicht von Obi-Wan, geschrieben von Kevin Scott, aber da auch keine sexuellen Andeutungen und so. Josu hat recht, es ist Groß Moff Willow Tarkin. Über den wird angedeutet, dass er eine homosexuelle Beziehung hat zu einem Sturmtruppler, der da rumrennt. Und das ist völlig richtig geschrieben aus der Sicht eines Maus-Druiden. Der Tarkin wird nicht beim Namen genannt. Es wird immer nur so angedeutet, dass er es ist. Viele Belege einfach, dass er es sein könnte. Und der Autor hat in verschiedenen Social-Media-Aktionen immer so augenzwinkernd mehr oder weniger deutlich gemacht, ja, es ist Tarkin, der da gemeint ist, der da eine homosexuelle Beziehung zu einem Stormtrooper pflegt. Wie geht's euch damit? Gedanken dazu von euch? Das Thema ist mir so heiß. Ich weiß nicht, ob ich da auch die passenden Worte dann für finde. Ich finde das schön. Ich finde, es passt nicht so gut.
Also, nee, ich sagte ja eben schon, für mich war der Tag immer asexuell. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass der überhaupt irgendjemand oder irgendetwas lieben kann. Aber wenn der da so einen Sturmtruppler liebt, dann ist es doch schön, wenn die beiden das mögen. Ich fand, als ich das damals gelesen habe, und ich habe ja auch das Tarkin-Buch gelesen, ich fand das so komisch, ich fand es einfach so unpassend, weil in dem Tarkin-Buch wird er so als ultra korrekt dargestellt immer und dann soll er eine Affäre haben, das hat gar nicht gepasst. Also egal zu wem, einfach, dass er eine Affäre hat, passt einfach nicht. Der würde sich wahrscheinlich selbst verpetzen gehen, eher. Mir persönlich ist es ein bisschen peinlich, dass, wenn man so eine Geschichte erzählen will, dass man die dann so unterm Deckmantel macht, so, na, wir wollen euch das erzählen, aber wir trauen es nicht, uns richtig zu erzählen, ja. Das tut mir so ein bisschen weh, dass es zwar da ist, diese Geschichte, aber sie ist so verschämt da und damit ist sie irgendwie auch nicht richtig da. Und ich hätte es okay gefunden, wenn sie da gewesen wäre. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, das passt nicht zu Tarkin. Egal, Liebesbeziehung, welcher Form auch immer, das spielt ja gar keine Rolle. Kann ich auch verstehen. Es ist auf jeden Fall in der Welt und From a Certain Point of View ist Kanon, das nochmal unterstrichen. So. Und diese Andeutung ist in der Welt. Der Zwischenstand nach Runde 2 lautet: Lasse führt mit 6 Punkten, dahinter Josua mit 4 und Patrick mit 3. Wir kommen zu Runde 3. Runde 3 hat ein Thema: Randfiguren mal ganz groß. Was meint der Kevin damit? Also wir reden über so ein paar Figuren, die auf dem Bildschirm zu sehen sind oder in Büchern oder so, aber jetzt nicht die Hauptrolle spielen. Darum geht's. Es sind überwiegend Buzzer-Fragen, diese hier auch. Frage Nummer 1. Colonel Yularen, eine Hintergrundfigur aus Episode 4, wurde später ausgebaut als Mitglied des Imperialen Geheimdienstes, zu sehen unter anderem in Rebels. Und in der Serie The Clone Wars sehen wir Yularen noch als Admiral an der Seite von Anakin Skywalker. Man sah ihn da sogar ziemlich oft in The Clone Wars. Doch wie oft hat man Colonel Wolf Yularen in Episode 4 gesehen, wo er das erste Mal gezeigt wurde? Wie viele Auftritte hatte Wolf Yularen in Episode 4? Lasse. Naja, nur einen. Der hatte einen Auftritt bei dieser Sitzung, wo Vader das erste Mal seinen Machtwürgegriff auspackt und Tarkin, der sagt, Vader, lassen Sie los. Und da sitzt er im Hintergrund mit seiner weißen Uniform und seinem Schnäuzer und guckt da so ein bisschen böse rein. Und ansonsten sieht man den nicht wieder in Episode 4. Master Kenobi, you disappoint me. Mhm. Randfiguren ganz groß. Ja, sieht man den, als Alderaan zerstört wird und da die Zündung aktiviert wird und Tarkin da steht, da gammelt er da so im Hintergrund ab. Kann das sein? Oh, verdammt. Nein. Ich sage nichts weiter dazu, weil es kann ja sein, dass noch jemand buzzern möchte. Aber es ist jetzt mit Auftritte gemeint schon so Szenenkomplexe, also nicht, wenn Schnitt ist, dann nochmal neu, oder? Diese Szene am Tisch ist ein Auftritt. Ja, okay, das meinte ich jetzt, ja. Wie oft hat man Colonel Wolf Yularen in Episode 4 gesehen? Wie viele Auftritte hatte er? Patrick. 3. Wie kommst du auf 3? Welche sollen das sein? Weil der Lasse 1 sagte, es war falsch. Er hat noch eine vorgeschlagen, es war falsch. Ich mache die Reihe weiter. Ich habe 3 Punkte, das ist meine Glückszahl. Es sind 3. I will initiate self-destruct sequencing. Leider falsch. Jetzt sei konsequent und sag 4, Josua, dann rutschen wir alle eins runter, freuen uns. Und das geht. Deine Rechnung verstehe ich nicht, nur weil Lasse eine Szene genannt hatte. Die weil ich eine weiß und eine war falsch. Deswegen baue ich von unten weiter auf. Wüsste ich, es sind 4, hätte ich was anderes gesagt. Aber die eine am Tisch, ja. Ich hatte jetzt einfach, ihr verliert Punkte und ich mache nichts. Okay, du machst nichts. Dann löse ich auf. Ich danke euch beiden Tapferen fürs Probieren. Lasse hatte recht, diese Szene stimmt, als im Konferenzraum, als Tarkin reinkommt und verkündet, dass Palpatine den Senat aufgelöst hat, beziehungsweise im Deutschen, der Kaiser hat den Senat aufgelöst. Es gibt einen zweiten Auftritt. Das ist in der Szene, als Han und Luke sich als Sturmtruppen verkleidet haben und dann mit Chewbacca vor diesem Turbolift warten. Da läuft Yularen in seiner weißen Uniform nochmal durchs Bild. Zusammen mit so einem anderen Typ, sie ja. Auch eine weiße Uniform an. Naja, es hat
bin eben alle Szenen durchgegangen, wo man mehrere Leute da im Todesstern sieht und dachte ich, in dem Inhaftierungsblock, aber die werden ja alle abgeschossen, da kann das ja nicht gewesen sein, dann muss das an diesem Fahrstuhl irgendwo sein. Ja. Naja. Stirbt er auch auf dem Todesstern? Ja. Ja. Der stirbt. Offiziell gestorben auf dem Todesstern. Frage Nummer 2 aus Runde 3, Randfiguren. Sein wildes Aussehen hat einige Autoren inspiriert. Der Jedi-Meister Quinlan Voss sitzt in Episode 1 mit seinen Rasterlocken in Mos Espa im Hintergrund rum. Später kriegt er große Auftritte, unter anderem in The Clone Wars, wo er die Geduld von Obi-Wan Kenobi herausfordert, und im Roman Dark Disciple, wo Quinlan Voss eine spannende Liebesbeziehung eingeht, oder sagen wir mal, eine spannende Beziehung eingeht. Mit wem geht Quinlan Voss diese Beziehung ein? Es ist eine Liebesbeziehung. Warst schon sehr romantisch unterwegs hier bei dem Quiz, gell? Ich bin immer romantisch unterwegs. Hast du das nicht gemerkt? Joshua. Ich glaube, es war Ventress. Also er ist dann auf jeden Fall auf die dunkle Seite gewechselt in dem Buch. Daran kann ich mich noch erinnern. Ich habe das vor Ewigkeiten mal als Hörbuch gehört. Und ich glaube, er war dann Ventress Schüler oder Dookus Schüler. Da bin ich mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Aber ich glaube, dann hatte er halt auch eine Liebesaffäre zu Ventress. Ach, ich bin mir nicht ganz sicher. Asajj Ventress. Another happy landing. Ein Punkt für Joshua. Frage Nummer 3, Randfiguren. Die nächste Randfigur möchte ich euch einführen mit einem Zitat. No again, Jar Jar. Yusa going to the bosses. Yusa in big doo-doo this time. Durch Sätze wie diese ist der Gungan Roos Tarpals in Episode 1 im Gedächtnis geblieben, also mir zumindest. Big doo-doo this time. Aber für welche Heldentat während der Klonkriege dürfte Roos Tarpals den Gungans und den Einwohnern Naboos am meisten in Erinnerung bleiben. Joshua hat gebuzzert. Also ich bin mir sehr sicher, dass das der gleiche ist, der später sich opfert, um Grievous zu besiegen, der auf ihn zugeht und dann, jetzt habe ich den ganzen Wortlaut schon gar nicht im Kopf, aber Grievous dann, glaube ich, sagt irgendwie, das ist Dummheit, und er sagt dann, nein, ich opfer mich, und dann ersticht Grievous ihn und dann wird er von diesen blauen Bällen beworfen und so besiegt. Also Grievous. Manchmal sind sie unglaublich. Zwar leider nicht sehr oft, aber wenigstens ab und zu. Das ist korrekt. Roos Tarpals hat sich geopfert in der Serie The Clone Wars, damit Grievous gefangen genommen werden kann. Und das Ergebnis dieses Manövers ist, dass Naboo nicht in die Hand der Separatisten fällt. Dass später alles egal ist, weil Palpatine seine blöden Strippen gezogen hat, ist wurscht. Aber in dem Moment hat es was gebracht. Richtig, Joshua, ein Punkt. Frage 4. In den Klonkriegen erkämpfen sich viele der eigentlich namenlosen Klone ihre Identität. Einige tun sich dabei besonders hervor, indem sie in schwierigen Situationen das tun, was sie für richtig halten. Und eine dieser schwierigen Situationen ist die sogenannte Umbara-Kampagne unter General Pong Krell während der Klonkriege. Dieser General Krell will seine eigenen Klonsoldaten, über die Wupper gehen lassen, und es kommt zu einer Situation, da will er einige Klone sogar standrechtlich erschießen lassen. Und da begehrt einer dieser Klone auf mit einer Rede, begehrt er sehr laut auf gegen General Krell. General Krell ist da nicht da, aber die Klone sollen gerade erschossen werden. Und einer von denen spricht dann und sagt hier, was macht ihr da? Aim! Wait! This is wrong, and we all know it. The general is making a mistake, and he needs to be called on it. No clone should have to go out this way. We are loyal soldiers. We follow orders, but we are not a bunch of unthinking droids. We are men. We must be trusted to make the right decisions, especially when the orders we are given are wrong. Welcher Klon begehrt mit dieser Rede auf? Ich habe sein Tattoo ganz genau im Kopf. Oh Mann. Joshua. Jesse. Weil es sind Fives und Jesse, die, glaube ich, erschossen werden sollen. Ich glaube es einfach. Aber es ist auf jeden Fall Jesse, der aufbegehrt, als er dann diese Rede hält
und sagt, dass das nicht richtig ist. Ich habe ganz genau gesehen, er hat dieses republikanische Tattoo so im Gesicht. Das habe ich noch ganz genau im Kopf. Das ist leider falsch. Ah, Mist. Du hast recht, Jesse soll da erschossen werden. Aber der hält nicht diese Rede. Ich erinnere mich an die Szene, aber ich weiß nicht, wer da redet. Die sehen alle gleich aus. Patrick? Da dann der Anne. Fives. Ja, Mann. Der Anne, Fives. Der Anne. Haust du einfach mal so gerade raus. Also als die Frage gestellt wurde, irgendwelche Klone haben sich über irgendwas verdient gemacht. Halt den Finger auf dem Knöpfchen, du sagst gleich Fives. Und überleg, weißt du, republikanisches Tattoo auf dem Gesicht, der war es nicht, vergiss es. Aber gut, dann war es doch, hätte ich es doch von vornherein gesagt, dann, ja, aber wir nehmen den. Richtig, Fives. Sehr gut. Ich war voll verwirrt, weil ich dachte, Fives ist doch keine Nebenfigur. Deswegen dachte ich, das kann nicht Fives sein. Weil Fives nämlich voll die Hauptfigur war immer. Deswegen. Ja, da, auf die Diskussion würde ich mich einlassen. Also gerade für diesen Arc und für... Ja genau, also vor allem in Ubera ist Fives halt schon eigentlich die zentrale Figur. Ja, okay. Okay, ich habe jetzt Clone Wars als Ganzes dann doch für mich so abgespeichert, dass es hauptsächlich die Geschichte von Ahsoka und Rex ist. Aber du hast recht, für diese Kampagne ist es keine Randfigur und auch für spätere Episodenkomplex ist Fives auch eine Hauptfigur, ja. Das war nicht richtig eingeordnet von mir, ja. Okay. Akzeptierst du trotzdem den Minuspunkt? Natürlich, war ja falsch. Alles richtig. Patrick kriegt einen Punkt dafür und wir machen weiter mit Frage 5 zum Thema Randfiguren. Und es sind nicht immer Randfiguren, fällt mir jetzt gerade auf. Diese Runde 5 ist jetzt Yoda. Ist jetzt Skywalker. Darth Vader. Ist jetzt eine Schnellraterunde. Also ich gebe jetzt euch Namen, so nach dem Motto, wer ist Bosk? Und dann könnt ihr buzzern und antworten und mir sagen, wer das ist. So ist das Schema dieser Runde jetzt. Wir machen das zügig hintereinander. Nein, Patrick, das war jetzt gar nicht. Ich wollte auch schon was. Aus. Patrick, sitz. Dreißigkeitssieg. Sitz. Macht euch bereit. Frage 1. Wer ist Garindan? Stille. Nie gehört. Wer ist Garindan? Hab ich mal gehört. Garindan. 3. 2. Ein Elb 1. aus dem zweiten Zeitalter? Du bist doof. Garindan. Garindan ist der Spion, der Luke, Obi-Wan und Co. in Episode 4 verfolgt zum Millennium Falcon. Dieser Kubas mit dem Rüssel. Das ist Garindan. Leute, es sollte einfach anfangen. Du sagst erst, es sind nicht alles Nebenfiguren. Ja gut, es sind überwiegend Nebenfiguren, aber jetzt kommen auch gleich so ein paar Leute, die sind auch schon irgendwie wichtige Figuren. Ach Gott, macht mich. Ich bin auch nur ein Mensch, ich mache auch Fehler. Also kein Punkt für euch, für Garindan. Frage 2. Wer ist Ar-Alani? Mhm. Gab es bisher beide nicht bei Galaxy of Heroes. 5, 4, 3, 2, 1. Ar-Alani ist eine weibliche Chiss, Admirälin und Kollegin von Thrawn. Stimmt, nein. Ist okay, ich habe das Buch zu lange nicht mehr gelesen. Ich hätte weiterlesen sollen. Frage 3. Wer ist Alexander Kallus? Oder Alexander Kallus? Joshua. Der ISB-Agent in Rebels. Also der ist ein ISB-Agent. Das stimmt. Agent Kallus ist ein Spezialagent des imperialen Geheimdienstes, der zu den Rebellen dann überläuft. Genau, aus der Serie Rebels bekannt. Ein Punkt für Joshua, muss ich notieren. Wer ist Ransom Castefoe? Patrick. Der Anführer von den Zentristen zur Zeit der Neuen Republik im Senat, der mit Leia auf die Mission geht, mit dem Unterweltboss, wo die da die Unterwasserstadt in die Luft springen und sowas. Ja, da geht er nicht mit, aber da haben sie schon gezankt. You survived.
Korrekt. Ich habe auch mal ein Buch gelesen. Ich dachte schon, den gibt es in Galaxy of Heroes. Nein, den gibt es nicht. Ich habe das Buch gelesen und das eins neben Meister und Schüler ist das mein Lektüre-Kanon. Wenn Ransom Castevore ein Kleidungsstück anhätte in Galaxy of Heroes, Patrick, weißt du noch, was das wäre? Es wäre ein Cape. Ja. Ich hätte ihn jetzt so ein bisschen wie heißt der Moff bei Mandalorian mit seinem Cape? Meinst du Moff Gideon? Im Darksaber. Ja, Moff Gideon, so in dem Stil, auch so mit dieser Arroganz, mit der Haltung, so alte imperiale Artefakte sammelnd, so in der Richtung, würde ich mir den vorstellen. Ganz interessante Figur, weil der eigentlich zu der Opposition gehört, zu der Partei von Leia Organa in der Neuen Republik, doch dann arbeiten die zusammen, genau wie du gesagt hast. Aber am Ende ist Castevore, das ist jetzt nicht zu sehr gespoilert, hoffe ich, für das Buch Blutlinie, ist Castevore der entscheidende Dinge tut, die Leia dann politisch an den Rand drängen. So, also eine wechselvolle, ganz interessante Figur. Sehr schön. Frage 5. Wer ist Jen Ors? Wie wird das geschrieben? Jan Ors. Wer ist Jen Ors? 3, 2, 1. Jen Ors ist Rebellin im Galaktischen Bürgerkrieg gegen das Imperium, Partnerin von Kyle Katarn. Beides Figuren aus dem erweiterten Universum. Jen Ors wurde eingeführt im Spiel Dark Forces. Ach. Und später in Jedi Knight und Jedi Knight 2 weiter die Kollegin von Kyle Katarn. Frage 6. Wer ist Krix Medin? Patrick. General Mardine von der Rebellion. Was macht der? Ei, der hält die Ansage im Episode 6. General Mardine wird von Admiral Akbar angekündigt und dann sagt er, was jetzt Sache ist. Du meinst, General Mardine wird von Bud Spencer angekündigt. Die Synchronstimme von Bud Spencer, ich komme nicht drüber hinweg. Das ist richtig. Warum sagst du mir das überhaupt? Warum sagst du? General Mardine, ich nehme dir die Kohlen nur ab, damit du die Pferde nicht bestechen kannst. Nein, bitte. Das ist aber undankbar. Ich hoffe, ich krieg's wieder aus meinem Kopf raus. Ja, genau. Der General, der in Rückkehr der Jedi-Ritter das Briefing macht für die Mission zur Zerstörung des Schutzschildgenerators auf Endor, das ist Krix Medin. Wir haben eine kleine imperiale Raumfähre gekapert. Als Frachter getarnt und einen imperialen Geheimcode benutzend, landet als erstes ein Stoßtrupp von uns auf Endor und deaktiviert den Schutzschildgenerator. Letzte Frage aus der Reihe Schnellraterunde Randfiguren, und das ist jetzt leider keine Randfigur. Wer ist Eva Chris? Lasse. Das ist so eine Jedi-Ritterin aus der High Republic-Ära. Und Ben Solo und Luke Skywalker finden in diesem Comic The Rise of Kylo Ren so ein altes Hologramm von ihr. Du bist eins mit der Macht. Das war all mein Wissen über diese Frau. Mehr wusste ich nicht. Was hat gereicht? Eine führende Jedi zur Zeit der Hohen Republik hätte mir gereicht, Eva Chris. Das führt zu folgendem engen Punktestand. Josua 6 Punkte. Lasse 6 Punkte. Patrick 5 Punkte. Ihr seid alle sehr nah beieinander. Wow. Kommen wir zur Runde 4. Tonrätsel. Ich habe euch ja letztes Mal herausgefordert, Raumschiffe zu erkennen, und zwar an deren Triebwerksgeräuschen. Das hat euch Spaß gemacht. Heute machen wir was Ähnliches. Wir erraten Kreaturen anhand ihrer Geräusche. Das wird ganz prima. Ich sag's euch, es wird ganz toll. Seid ihr bereit? Also ich spiele euch einen Ton vor und ihr könnt, sobald ihr wisst oder glaubt zu wissen, wer es ist, buzzern und mir sagen, was ist es für eine Kreatur. Was ist, wenn ich den Namen der Kreatur nicht wirklich weiß, aber sie gut beschreiben kann, in welcher Szene und so sie vorkommt? Zählt das oder ist es denn? Es ist nicht gültig. Also ich möchte entweder den Namen der Spezies haben oder den Eigennamen dieses speziellen Individuums. Also einfach nur, das ist da in der Szene mit Ahsoka in Clone Wars Staffel 2, das Vieh, das würde mir nicht reichen.
Was passiert, wenn ich jetzt buzze und dann den Telefonjoker anwende? Dürfen die sich das dann nochmal anhören? Und das kann ich technisch nicht mit allen machen. Mit zweien geht's, mit einem geht's nicht, das sage ich euch. Hiernach kommt aber noch eine Runde und dann Finale, richtig? Hiernach kommt noch eine Runde und dann kommt noch die Schlussrunde, genau. Mhm. Da haben wir ja noch einen Moment Zeit. Bereit? Buzzer sind frei. Kreatur Nummer 1 kommt jetzt. Lasse, du bist immer so schnell. Ich bin so schnell wie der N1 Starfighter. Das ist ein Banter. The Force is strong with you. Es war ein Banter, genau. Ihr könnt Bonuspunkte abräumen, wenn ihr mir sagt, wie das Geräusch gemacht wurde des Banters. Weiß das jemand? Der Banter-Sound wurde gemacht, das war das Geräusch eines Bären, der nur langsam abgespielt wurde. Gemacht von Sounddesigner Ben Burtt und so erklärt auf StarWars.com. Das Geräusch eines Bären nur langsam abgespielt ergab das Banter. Ist es nicht süß? Klingt wie eine Männergrippe. Kreatur. Kreatur Nummer 2. Nein, das war's noch nicht. Das bin ich. Hilfe. Puh. Ich geb's euch nochmal. Welche Kreatur ist das? Lasse. Oh, ich bin mir unsicher, aber ist es das Reek, das Anakin in Episode 2 in der Arena von Geonosis mit der Macht so zähmt und dann auf dem Vieh auch reitet? Nein, es ist leider nicht das Reek. Du wusstest den Namen. Aber das ist es nicht. Josua. Also ich fand, der Anfang hat zwar nicht dazu gepasst, aber dieses Brüllen am Ende klingt, finde ich, mega wie ein Rancor. Deswegen würde ich jetzt Rancor sagen. You're so right. Ja, es ist ein Rancor. Aber wo war denn das am Anfang her? Es gibt Momente, wo er nicht brüllt, sondern wo er ein Tier ist. Und da macht er diese Geräusche. In Rückkehr der Jedi-Ritter schon und in Book of Boba Fett sogar noch viel mehr, was du ja gar nicht so intensiv gesehen hast. Doch, das ist ein Rancor. You're so right. Nee, das nicht. Das war mein komischer Nochmal. Der Goldbärchen-Rancor. Gummibärchen-Bande. Rancor nochmal. Da ist es eindeutig, ja. Ich verstehe, was du meinst. Diese Anfangsgeräusche, weiß jemand, wie die gemacht wurden? Ich nehme nicht an. Okay. Hier war wieder Ben Burtt am Zug. Den Rancor-Sound hat er erstellt aus Geräuschen eines Hundes. Das war Max, der Hund von Ben Burtts Nachbarn. Und den hat Ben Burtt aufgenommen, als der so gerufen und gezischt und geseufzt hat und was Hunde halt so machen. Und dann hat er den heftig runtergepitcht. Und dann sind diese Geräusche war entstanden und ich finde das süß. Sehr gut, kann ich mir das vorstellen. Ja. Nein. Kreatur Nummer 3 für euch, Kreaturen. Patrick. Das Town Town? Ich finde den Knopf nicht, warte hier. Why do I get the feeling you're going to be the death of me? Es ist falsch, es ist kein Town Town. Bist du bekloppt?
Dass du irgendwie auf Towntowns gekommen bist, ist spannend. Ich habe die ganze Zeit nur Towntowns im Kopf, egal was du abspielst. Und guck, kann das passen oder nicht? Nee, das Towntown hast du doch mal eingespielt. Ja, das war der Fischotter, genau. Jappi, 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 jappi. Mist. Ja, das hätte ich auch wissen können. Ja, doch, ich weiß es. Du darfst nicht mehr. Ja. Josua, Lasse, anyone? Ich kenne das, aber ich weiß nicht. Wie heißt denn dieses blöde Tier? 3, 2, 1, aus. Das ist das, was Obi-Wan angreift, oder? In Episode 2. Nein, nicht angreift. Nicht? Oh. Ist das Obi-Wans Varaktyl? Ich glaube, die heißen Varaktyl, aber ja. Varaktyl? Genau. Ah, stimmt. Das okay. Ist Boga. Das ist ja im Prinzip ein besseres Towntown. Der Kanon muss ganz neu geschrieben werden. Wo soll das sein? Das ist das Reittier von Obi-Wan auf Utapau. Ach ja, das genau. Ding, das stimmt. Kreatur Nummer 4. Ich weiß, wie der Sound erstellt wurde. Ich habe euch gar nicht erzählt, wie das Varaktyl entstanden ist. Hole ich gleich nach. Hallo, Leute. Komm, das wisst ihr. Ich habe eine Vermutung, riskiere ich das? Lasse? Ich riskiere es. Ist es der Cry Dragon? Es ist der Cry Dragon. Ja, das kann man gelten lassen. Also genauer gesagt ist es Obi-Wan, der einen Cry Dragon nachmacht. Kommt drauf an, welche Version des Films du dir anguckst, wird er ja auch verändert. Und klingt dann später so. Genau. Und in Mandalorian Staffel 2, Folge 1 hört man den ersten Sound. Zumindest so ähnlich. Diese Rampe vorher, die kommt und dann der Hauptton ist ein bisschen verhaltener in Mandalorian, als sie den Cry Dragon bekämpfen. Aber es ist strukturell und von der Tonalität her sehr ähnlich. Ja, genau. Genau, ich hätte auch gelten lassen Obi-Wan Kenobi, der hier brüllt, aber Cry Dragon ist genauso richtig. Das ist schon unfair vom Altersunterschied her. Ich kenne die Version ja gar nicht. Also zumindest nicht alles. Weil die Special Edition, wo das dann eingeführt wurde und geändert wurde zu diesem neuen Geräusch, die Versionen, die nach 97 veröffentlicht wurden und dann 2004 und so. Ja gut, aber nein, alles gut. Ich habe das auch schon mal gesehen. Ja, der Josu hat sich bestimmt noch nie sowas auf YouTube angeguckt oder so. Auf gar keinen Fall. Great Dragon Comparison. Ich danke euch für diese vierte Runde. Der Zwischenstand. Lasse führt mit 7, gefolgt von Josua mit 6 und Patrick mit 4. Kevin, es interessiert mich noch brennend, wie das Varaktyl, heißt das Biest so? Wie wurde der Sound gemacht? Varaktyl, genau, das steht so in einem Artikel, der mal auf StarWars.com veröffentlicht wurde, aber da nicht mehr drauf ist, habe ich jetzt aus Wikipedia. Der Sound entstand aus einem Hund, einem Kojote und einem tasmanischen Teufel gemischt, das Varaktyl. Und dieser Kojote soll um die Skywalker Ranch rumgestreunt sein. Und den tasmanischen Teufel hatten sie aufgenommen, nicht für Star Wars, sondern für Willow. Damals schon, wie gesagt, ein Artikel aus StarWars.com, der da nicht mehr zu finden ist. Runde 5. Runde 5 läuft ähnlich ab wie beim letzten Mal. Wer zurückliegt, darf sich eine Kategorie aussuchen. Und es gibt dann 3 Fragen aus dieser Kategorie für alle. Patrick, du liegst zurück. Du darfst dir wieder die Kategorie aussuchen. Ich habe 3 im Angebot. Raumschiffe und Fahrzeuge. Mhm. Schlachten der Klonkriege. Mhm. Naboo. Hm. Raumschiffe und Fahrzeuge oder Schlachten der Klonkriege oder Naboo.
Schlachten der Klonkriege, da ist Clone Wars viel drin, zweimal geguckt vor 8 Jahren. Raumschiffe, da könnte man den Richie als Telefonjoker mal fragen. Aber ich nehme Naboo. Naboo it is. Frage 1 zu Naboo. Der Planet Naboo, es ist eine Buzzerfrage, ihr dürft jederzeit buzzern. Der Planet Naboo liegt nahe der Grenze zum äußeren Randgebiet der Galaxis. Doch der Planet gerät durch eine Intrige ins Zentrum des politischen Interesses. Welcher Einwohner ist dafür verantwortlich? Patrick. Ich mache jetzt diese Telefonnummer und ich möchte den Tom fragen, ob der das weiß. Okay. Ich kontaktiere Tom. Moment. Hallo? Hallo Tom, schön, dass du da bist. Hallo liebe Bucketheads. Du bist gefordert worden als Joker. Der Patrick wollte deine Unterstützung haben bei einer Frage. Patrick. Erstmal vielen Dank, dass du mir zur Unterstützung geeilt bist. Hoffentlich kann ich dir helfen. Kevin wird die Frage in aller Breite nochmal bestimmt zum Besten geben. Wir sind in der Kategorie Naboo. Und die konkrete Frage heißt, der Planet Naboo liegt ja an der Grenze zum äußeren Randgebiet der Galaxis. Doch der Planet gerät in das Zentrum des politischen Interesses durch eine Intrige. Und welcher Einwohner Naboos ist für diese Intrige verantwortlich? Und dafür, dass dann der Planet plötzlich ins Zentrum des politischen Interesses rückt. Welcher Einwohner Naboos ist dafür verantwortlich, dass Naboo so wichtig wird? Tom, hast du eine Ahnung? Also mir schießt sofort jemand in den Kopf, aber ich habe Angst, dass es eine Fangfrage ist. Also du kannst mich ja im Prinzip beraten. Ja? Du kannst ja laut denken, vielleicht kommen wir ja auf was Gutes. Also es gibt ja einen Imperator, der hat natürlich auch einen bürgerlichen Namen und der ist auch Einwohner von Naboo. Jetzt überlege ich nur gerade, hat sich Kevin irgendeine fiese Fangfrage rausgedacht und eigentlich meint er wen anders. Warum sollte ich sowas tun? Ich weiß es nicht, es ist immer noch ein Quiz. Wenn wir in der 5. Runde sind und es dafür fast zu leicht wäre, ja, ich hatte jetzt erst auch, ist mir Sayo Bibble in den Kopf geschossen, aber der hat ja jetzt auch erstmal nichts Schlechtes gemacht und viel mehr Bürger von Naboo kenne ich auch nicht, weil Bürger von Naboo, das könnte wieder sowas tricky sein, dass das eigentlich ein Gangen ist oder sowas, aber ich bin auf demselben Dampfer wie du, Tom, glaube ich. Ich würde zu Chief Palpatine tendieren. Gehst du da mit? Das hätte ich jetzt auch gesagt. Das war das, was mir als erstes eingefallen ist. Dann kombinieren wir das und ich nehme das als Antwort. Tom, vielen Dank, dass du den Patrick beraten hast. Hören wir uns nochmal zusammen an, ob das stimmt, was ihr euch da ausgeheckt habt. Ja, es ist richtig. Chief Palpatine ist richtig. Ja, es war eine einfachere Frage zu Naboo. Vielen Dank, Tom. Ja, gerne. Tom, vielen Dank. Schönen Abend noch vielleicht. Hören wir uns ja noch wieder. Ja. Bis bald. Viel Erfolg noch, Richard. Danke. Tschüss. Ja, gute Wahl. Patrick, Glückwunsch. Frage 2 zum Thema Naboo. Was hat Königin Amidala in der Hauptstadt Theed installieren lassen, damit die Stadt nicht noch einmal von einer Druidenarmee erobert werden kann? Josua. Ich glaube, das ist ein großer EMP, da erinnere ich mich nämlich gerade an die Battlefront 2 Kampagne, in der man das dann auslöst und dann die Waffen von den ganzen Sturmtrupplern nicht mehr funktionieren. Deswegen würde ich sagen, einen nennen EMP. Was EMP? Was soll das? Ein elektromagnetischer Impuls, der also alle technischen Geräte ausschaltet, wie eben die Waffen der Sturmtruppen, beziehungsweise im Fall der Druidenarmee wäre das dann natürlich alle Druiden abschaltet. Der betrifft aber nicht den Palast, so dem ist man sicher davor. Another happy landing. Richtig, Josua. Ein Ionenpuls. EMP, elektromagnetischer Impuls, Ionenpuls, ja. Aber es ist auf jeden Fall ein Impuls, der im Palast aktiviert werden kann und der alle technischen Geräte lahmlegt. Gratuliere, ein Punkt. Es wird gezeigt in der Battlefront 2-Kampagne tatsächlich. Hat sich ja doch nochmal gelohnt, die zu spielen. Hat sich immer gelohnt, die zu spielen, auch wenn es eine Schießbude war. Frage 3 zu Naboo, schon die letzte Frage zu Naboo. Der
Kampf zwischen Darth Maul, Obi-Wan und Qui-Gon Jinn in Episode 1 findet in einem epischen Setting statt, in diesem hohen Raum mit den Brücken und diesen riesigen leuchtenden Säulen. Diese leuchtenden Säulen, wozu sind die eigentlich da? Wenn man nach der Erklärung aus dem erweiterten Universum geht. Also Legends, oder? Genau. Ich habe 4 Vorschläge für euch. Ach so, okay. Und ihr antwortet alle bitte dann darauf. Diese leuchtenden Säulen sollen den Raum erhellen. A. Sie erhellen den Raum. B. Sie transportieren Plasma. C. Sie transportieren Bacta. D. Sie transportieren die blaue Milch der Shark. Lasse und Josua haben jeweils 7 Punkte. Und dem Alphabet nach muss Josua anfangen. Plasma. Mehr habe ich nicht zu sagen. Du willst nicht elaborieren. Die letzten Male habe ich das bereut, deswegen mache ich sowas nicht mehr. Lasse. Sag doch mal bitte die Antworten, was blaue Milch, also das kann ja nicht sein. A, sie erhellen den Raum. B, sie transportieren Plasma. C, sie transportieren Bacta. D, sie transportieren die blaue Milch der Shark. Ja, also blaue Milch, nee. Bacta ist ja auch was Flüssiges, das ist ja nicht flüssig da drinne. Die erhellen den Raum, warum bauen die keine Lampen dahin, sondern diese Röhren? Nee, die transportieren Plasma, ich bin dabei, Jose. Wieso kann das nicht sein mit der blauen Milch? Ist es nicht möglich, dass sie da unten im Keller diese ganzen Shark an so Melkmaschinen gehängt haben und dann wird das da hochtransportiert, direkt auf den Tisch von der Königin, die blaue Milch? Ja, die ist ja flüssig, das ist ja Licht da drin, oder? Sie vielleicht wird es aus wie Licht. In Lichtform halt umgewandelt, bevor es dann, also molekular geändert. Du willst mich hier auf Abwege bringen. Ich bleib beim Plasma, Kevin, keine Chance. Patrick. Ja, sie erhellen den Raum. Das wäre ja faszinierend, wenn man da so Lavalampen aufhängt. Das wäre da für die Arbeitssicherheit zuständig ist und dann da so kleine Pfade um so Lavalampen rumbaut, wo dann immer ein Geländer dranhängt und denkt sich, jawohl, wir brauchen Licht, sonst sieht keiner was. Der hat es ja wirklich geschafft. Also ich wäre dann doch bei dem Plasma. Ich finde das super. Na gut. Ja. Ihr habt alle recht. Es gibt ja im Kern von Naboo eine Menge Plasma und deswegen gab es ja auch in Legends, deswegen hatte ich jetzt nochmal nachgefragt, Story, dass sie dann mit der Handelsföderation Förderverträge hatten und so, deswegen gibt es dann ja auch diese Konflikte, unter anderem in Episode 1 und das ist eben die große Plasma-Raffinerie, womit der Naboo eben auch viel Reichtum gewinnt, weil das eben sehr wertvoll ist alles. Wird so genauso erklärt im Darth Plagueis-Roman, der halt zu den Legends gehört, dass Naboo seine natürlichen Plasma-Vorkommen sozusagen nutzbar macht und vermarktet und das macht seinen wirtschaftlichen Aufstieg möglich. Genau, da fließt Plasma durch. Danke euch, ihr schlauen Leute. Der Zwischenstand vor dem Finale, Josua 8, Lasse 8, Patrick 6. Das Finale. Das Finale. Ich sage euch die Kategorie, wir machen 3 kleine Runden im Finale und ihr könnt dann setzen, sobald ihr die Kategorie hört. Ihr könnt setzen zwischen 1 und 5 Punkten. Wer richtig liegt, gewinnt diese Punkte. Wer falsch liegt, verliert sie alle. Jede dieser Fragen hat 4 Antwortmöglichkeiten. Also ihr geht nicht völlig ohne Halt da rein. Und wie viele Fragen gibt es? 3 oder 4? Es sind 3 Fragen. Jeder hat eine Kategorie und ihr könnt, sobald ihr die Kategorie hört, frage ich euch, wie viele Punkte ihr setzen wollt. Ihre Joker haben noch Lasse und Josua. Die könnt ihr einsetzen, sobald ihr dran seid. Also, Kategorie 1, Raumschiffe und Fahrzeuge in den Filmen. Wie viele Punkte setzt du, Josua? 3. Patrick, wie viele Punkte setzt du? Warum ich? Ich bin doch hinten. Ich frage dich trotzdem, wie viele Punkte du setzt. Ich muss doch erst wissen, was der Lasse setzt. Das ist doch alles taktisch. Lass mich. 2 setze ich. Wie bitte? Jetzt habe ich nicht verstanden. 5 hat er gesagt. 2 hat er gesagt. Oh, okay. Raumschiffe und Fahrzeuge in den Filmen. Ja, die 2 das richtig, laufen sie mir weg. Das geht ja auch nicht. 3.
Josua 3, Patrick setzt 3, Lasse setzt 2. Eine Frage mit 4 Antwortmöglichkeiten. Die Frage lautet: In welchem dieser 4 Star Wars Filme werden die meisten unterschiedlichen Bodenfahrzeuge gezeigt? Die meisten unterschiedlichen Bodenfahrzeuge gibt's die in A. The Phantom Menace, Episode 1. B. Attack of the Clones, Episode 2. C. Solo. Oder gibt's die meisten Bodenfahrzeuge in D. The Last Jedi? Josua, was meinst du? Ich will Richie anrufen. Josua will Richie anrufen. Wir rufen Richie an. Wir rufen Richie an. Hallo, Richie. Hallo, Kevin. Schön, dass ich wieder da sein kann. Was gibt's denn Schönes? Was hast du zu erzählen? Dein Typ wird gefragt. Du wirst gezogen als Joker. Yeah. Wer hat dich gezogen? Was glaubst du? Das ist eine gute Frage. Also Josua, nee, der braucht mich nicht ziehen. Der Lasse, ich glaube eher, das war der Patrick, weil der Lasse, glaube ich, der ist auch zu gut. Und der Patrick... Du kannst mich mal. Männer klärt ihn auf. Ich habe dich nicht gebraucht, Richie, auch wenn ich immer gerne mit dir rede. Wie geht's dir? Ja, ich kann mich nicht beklagen. Ich versuche gerade in der Küche eine Kaffeemaschine aufzubauen. So geht's mir gerade. Um Aufbauen Sachen geht's auch jetzt. Deswegen brauche ich deine Hilfe. Josu, echt? Oh, jetzt habe ich aber hier... Jetzt muss jemand schwitzen. Wenn der Josu es nicht weiß, woher soll ich denn das wissen? Die Frage, Richie, gehört in die Kategorie Raumschiffe und Fahrzeuge in den Filmen. Wahrscheinlich haben da alle an dich gedacht gleich. Und ich habe eine Frage gestellt mit 4 Antwortmöglichkeiten, die ich dir dann auch gleich vorstelle. Und dann kannst du ja deinen Tipp sagen, was du glaubst, was richtig ist. Die Frage heißt, in welchem dieser 4 Star Wars Filme werden die meisten unterschiedlichen Bodenfahrzeuge gezeigt? Gibt es die meisten unterschiedlichen Bodenfahrzeuge in Episode 1, The Phantom Menace, in Episode 2, Attack of the Clones, in Solo? Oder gibt es die meisten unterschiedlichen Bodenfahrzeuge in The Last Jedi? Richie, was glaubst du? Tja, hier muss ich tatsächlich in die Schublade Glauben greifen. Mein erster Verdacht wäre ja Episode 1, weil da so viele Podracer sind, dass man eigentlich sagen kann, wenn das also zu Bodenfahrzeugen gehört, korrigiere mich, Kevin, wenn es auf dem Boden sein muss oder reicht es auch, wenn es schwebt? Sind Podracer Bodenfahrzeuge? Ich finde schon. Ich würde sagen, ich sage dazu nichts. Dann hat Solo genannt. Was gab es noch zur Auswahl? Attack of the Clones und The Last Jedi. Du hast natürlich eine Menge von den Fahrzeugen, wenn die Separatisten gegen die Klonsoldaten kämpfen. Und Solo, die eine Schlachtszene, aber... Da sieht man eigentlich auch nur ein AT-ST, die halt, glaube ich, dachte. Ja, ich bin mir sicher. Nochmal ganz kurz. Verschiedene... Oder meinst du wirklich insgesamt? Verschiedene Bodenfahrzeuge war die Frage. Ja, das macht es natürlich ein bisschen kniffliger. Ich kann dir auch nur ein Bauchgefühl nennen. Und wenn die Podracer nicht dazugehören, würde ich eher zu Episode 2 tendieren. Dankeschön, Richie. Bleib gerne noch dabei. Josa muss sich jetzt entscheiden, was er einloggt. Ja, ich nehme dann Episode 2. Lasse, was hast du? Ich hätte eigentlich Episode 1 genommen, aber da du nichts dazu gesagt hast und diese Podracer keinen wirklichen Bodenkontakt haben, stelle ich es arg in Frage, dass das Bodenfahrzeuge sind. Das hat nämlich auch Episode 2, weil die Separatisten haben da ja einiges. Diese Feuerregen-Druiden, die rollen da rum und diese anderen kleinen Stampf-Druiden da, ich weiß nicht, wie die heißen. Ja, und die Klonkrieger haben diese AT-TEs. Ja, doch, Episode 2 ist es dann. Ich habe gesagt, ich sage nichts zu den Bodenfahrzeugen, ne? Das möchte ich nochmal festhalten. Patrick. Ja, die Frage ist schwer gestellt. Geht es um Gattung, geht es um unterschiedliche Arten? Zählt jedes Moped einzeln oder ist das dann eine Gattung?
aber ich lehne mich hier bei der Frage nicht aus dem Fenster und nehme was anders als die anderen beiden und versaue mir damit das ganze Finale. Also ich gehe auf Nummer sicher, dass mir nicht viel passieren kann und nehme Episode 2. Aber nur aus taktischen Gründen. Ich habe direkt Geonosis vor Augen gehabt, war nochmal kurz auf Kamino, da fällt mir keins ein. Coruscant, die fliegen alle. Ja, vielleicht auf Tatooine, da hat man auch noch was gesehen, kurz. Die Rikscha ist ja auch ein Bodenfahrzeug mit diesem Ding da, was die da gefahren sind zu dem Watto. Mhm. Das klingt gut. Also ihr nehmt alle Episode 2. In The Last Jedi gibt es 8 Bodenfahrzeuge, verschiedene. Und ist damit das Schlusslicht. Das hat keiner von euch genommen, alles gut. In Attack of the Clones gibt es auch nur 8 unterschiedliche Bodenfahrzeuge. Völlig überraschend, aber ist so. Der Battle of Geonosis, das führt in die Irre, weil mehr ist da nicht. Oder viel mehr ist da nicht. In Solo gibt es 10 verschiedene Bodenfahrzeuge. Und die meisten verschiedenen Bodenfahrzeuge gibt es tatsächlich in Episode 1, The Phantom Menace. Es sind, sage und schreibe, 30 unterschiedliche Bodenfahrzeuge. Das habe nicht ich nachgezählt, das hat der wunderbare YouTube-Kanal Star Wars Kids nachgezählt. Every Surface Vehicle in Star Wars Movies aus dieser Reihe Star Wars by The Numbers. So, in Episode 1 gibt es erstmal diese Steps, wo die Battle Droids drauf sind. Dann gibt es diese MTTs, die die Droiden transportieren. Dann gibt es die Troop Carrier und die AAT-Panzer. Das sind schon 4. Dann. Also heißt das, Kevin, Bodenfahrzeuge gelten auch, die schweben. Ja, natürlich. Ja, die habe ich jetzt halt alle nicht mitgezählt. Natürlich, was denn sonst? Naja, Surface heißt ja Oberfläche. Das heißt ja nicht Boden. Wollt ihr mich darauf jetzt festnageln? Ehrlich? Aber ich meine, wenn Podracer kein Bodenfahrzeug ist, ist es dann ein Raumfahrzeug oder was? Nee, das ist ein Gleiter ist das. Weil Sebulba mit seiner blöden Brille natürlich ins All fliegen kann. Anakin verlässt den Boden schon ganz schön weit. Ja, genau. Anakin fliegt voll weit nach oben. Ihr macht mich fertig. Selbst wenn man die Pods nicht mitzählt, wir haben jetzt schon 4 oder 5 gezählt, dann kommen die Swoop-Bikes noch in Episode 1, die im Hintergrund fliegen, als Qui-Gon und Padme und Jaja nach Mos Espa reinlaufen, schweben im Hintergrund Swoop-Bikes, fahren Swoop-Bikes durch. Dann steht links ein Landspeeder im Bild, dann fährt noch ein Mos Espa Landspeeder durch, das ist schon 7. Noch ein Landspeeder sind 8 und 9, dann kommen die ganzen Podracer, die werden nämlich mitgezählt. Warte mal, 7 Podracer, 8 Podracer, 9 Podracer, 10 Podracer, 11, 12, also es sind eine ganze Menge. Und dann kommen hinterher noch der Sith-Speeder von Darth Maul, der schwebt auch, könntet ihr sagen. Dann der Schwebepanzer mit dem. Ja, wir nehmen mal alles. Gewonnen hat nur die Rikscha. Geht doch nach Hause, ey. Nee, okay. Aber mit den Schwebefahrzeugen, das lasse ich nicht zu, dass ihr mich darauf festnagelt. Nein, die Frage war ganz toll und super cool und ihr verliert alle Punkte. So. Josua verliert 3, Patrick verliert 3, Lasse verliert 2. Lasse führt 6 Punkte, Josua 5, Patrick 3. Richie, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja, gerne doch. Und viel Glück an euch Quizzern. Macht Kevin fertig, ja? Ja, du hast dich bewährt. Du hast mich als schlechtesten Spieler bezeichnet und hast dann die Frage falsch beantwortet. Nein, ich habe sie nicht beantwortet. Ihr habt sie beantwortet. Und ich habe euch gesagt, wenn die Podracer nicht dazugehören, dann ist es wahrscheinlich eher. Okay. Richie hat alles richtig gemacht. Wunderbar. Siehst du? Wunderbar. Jungs, ich bin raus. Bis dann. Mach's gut. Ciao. So, meine Herren, nochmal volle Kondensation bitte. Es ist das Finale. Frage Nummer 2. Ich sage euch die Kategorie. Sie lautet Galaxiekunde. Mhm. Galaxiekunde. Wie viele Punkte möchtet ihr setzen? Wie gut kennt ihr die Orte der Star Wars Galaxie? Lasse, du führst. Wie viele Punkte möchtest du setzen? Du führst mit 6 Punkten. Josua 5, Patrick 3. Ich möchte 3 Punkte setzen und auch meinen Joker in dieser Kategorie einsetzen. Ist notiert. Hättest du auch gleich erst sagen können, ne? Strategisch und so, aber alles klar. Josua, wie viel setzt du? Ich muss irgendwie aufholen. Du liegst 1 Punkt hinter Lasse und 2 vor Patrick.
habe mir früher immer diese Star Wars Galaxy Map angeschaut, deswegen setze ich jetzt einfach 5. Patrick, auch 5? Ja, 5. All in, meine Herren. Ich gebe euch die Frage- und Antwortmöglichkeiten. Lasse, der Führende, muss zuerst antworten und er hat schon angekündigt, dass er einen Joker einsetzt. Die Frage lautet, was ist 500 Republika oder 500 Republica oder 500 Republika? A. Eine bescheidene Menge Geld in der Währung der neuen Republik. B. Eine begehrte Wohnadresse auf Coruscant. C. Eine alternative Angabe für das Gewicht, eine halbe metrische Tonne. Oder das ist die Brudereinheit der 501st Division der Großen Armee der Republik. Was ist 500 Republika? Da würde ich gerne den einzig wahren Darth Werner anrufen und den um Rat fragen, denn ich habe keine Ahnung. Das klingt alles irgendwie ganz gut. Dann rufen wir Darth Werner an. Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Oh. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Mist. Komm, wir versuchen es nochmal. Darth Werner? Hallo, Darth Werner, höchstpersönlich. Hallo. Hallo. Was verschafft mir die Ehre? Wir spielen einen Quiz und einer hat dich als Joker gezogen, weil er glaubt, du kannst ihm bei einer Frage helfen. Dann bin ich ja mal gespannt, ob ich da helfen kann. Ich hoffe sehr. Der Lasse fragt nach dir, Werner. Lasse, ja, schöne Grüße. Werner, die Frage, es geht um Star Wars. Ja. Du weißt, das sind die Filme, wo wir drin waren und wo du... Ich habe heute den ganzen Tag Star Wars geguckt, alles, was ich so kriegen konnte. Also leg los. Oh, das ist aber tapfer. Dankeschön. Die Frage kriegst du gleich und dann kriegst du 4 Antwortmöglichkeiten und du kannst dann aussuchen, was für dich am wahrscheinlichsten klingt. Es geht um die Galaxie, ne? Also die große Star Wars-Galaxie und es ist die Frage, was ist 500 Republika? Und da gibt es 4 Antwortmöglichkeiten. 500 Republika ist eine bescheidene Menge Geld. Oder eine begehrte Wohnadresse auf der Hauptwelt Coruscant. Oder 500 Republika ist eine alternative Angabe für ein Gewicht, eine halbe metrische Tonne, nennt man auch 500 Republika. Oder 500 Republika ist eine militärische Einheit, also eine Truppe von Soldaten, nämlich die Brudereinheit der 501. Division. Okay. Ja. Ganz sicher bin ich mir jetzt nicht. Sag mir noch mal die Antwort 1 und 2 bitte. Geht das? Ja, klar. Eine bescheidene Menge Geld oder eine begehrte Wohnadresse? Ja, ich schwanke zwischen den beiden. Ich würde dann als Tipp mal abgeben, aber nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber 2, die Wohnadresse. 500 Republika ist eine begehrte Wohnadresse auf Coruscant, sagst du. Das würde ich so als Tipp abgeben. Ja. Okay. Lasse, was sagst du dazu? Also liebe Grüße, Darth Vader und ich, wir sind uns ja schon mal persönlich begegnet in einer verruchten Kneipe auf St. Pauli. Ja. Und das war ein sehr schöner Abend, wo ich ihn auch auf sein Verhältnis zu Star Wars angesprochen habe. Und da sagte Darth Vader mir, ja, er kennt zwar die Filme, aber so richtig tief drin ist er jetzt nicht. Genau. Ein Seiteneinsteiger, Spieleinsteiger, bisschen Raten dabei und ein bisschen Glück gehört dazu, glaube ich, bei so einem Quiz, oder? Absolut gehört immer Glück dazu. Und Seiteneinsteiger ist gut. Ich meine, du hast uns ja den Einstieg in diese große Welt ermöglicht. Ne? Du hast uns die Figuren gekauft, du hast uns die Filme aufgenommen und bist mit uns ins Kino gegangen. Ja. Also, jetzt hören wir mal, was Lasse sagt. Lasse, was hast du? Also, ich habe keine Ahnung. Ich schließe aber die hohe Summe Geld aus. Das ist der republikanische Kredit, mit dem bezahlt wird in der Republik. Also, Republika heißen die ja nicht. Eine Gewichtseinheit, weiß ich nicht, finde ich auch irgendwie komisch. Jetzt schwanke ich natürlich zwischen
dieser Brudereinheit der 501st Legion, das kann gut sein, und diesem exklusiven Wohnadresse. Ich habe keine Ahnung, deshalb vertraue ich jetzt einfach auf Darth Werner, was er sagt. Vielleicht hat er auch nicht unbedingt Ahnung, aber ohne Darth Werner würde es Bucketheads nicht geben, weil es dich gar nicht geben würde, Kevin. Deshalb gebe ich ihm mein gesamtes Vertrauen. Wow. Cool. Joshua, was hast du? Ich wollte eigentlich nichts mehr sagen, aber ich mache es jetzt trotzdem. Erst die Wohnadresse, weil ich mir ganz sicher bin, dass das der Turm ist, in dem unter anderem auch Palpatine wohnt. Ich dachte nur, er heißt Republika 500, also so rum, aber... Ja, genau. Du sagst auch die Wohnadresse. Patrick. Ich schließe mich der Wohnadresse an. Das klingt so wie Republic Plaza irgendwie oder sowas. Und das ist was ganz Tolles an die 500. Ich hätte auch B genommen, hätte ich so raten müssen tatsächlich. Und schließe mich dem an. Alle nehmen B, 500 Republika. Und es ist richtig. Wow, danke, Darth Werner. Super. Werner, vielen Dank für den Punkt. Ja, geht das noch weiter bei euch? Wir haben noch eine Frage. Alle haben jetzt ihren Joker verbrannt und alle sind jetzt fertig. Der Beste soll gewinnen, ne? Nach dem Motto. So soll es sein. Schönen Abend, vielen Dank, bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss, Darth Werner. Darth Werner, meine Damen und Herren, mein Vater. Liebe Leute, ihr habt alle recht gehabt. Darth Werner hat auch recht gehabt. 500 Republica ist eine begehrte Wohnadresse auf Coruscant. Das ist so, wie Joshua sagt, es ist der Turm, wo Palpatine wohnt, dieses Apartment da oben. Und das sieht man in Episode 1. Da sind dann auch Amidala und Co. zu Gast. Ihr kassiert alle die Punkte. Das heißt, Joshua kriegt 5, die er gesetzt hat. Patrick kriegt 5, die er gesetzt hat. Und Lasse kriegt 3, die er gesetzt hat. Was zu dem erbärmlichen Zwischenstand führt, dass Joshua führt mit 10, Lasse mit 9 und Patrick mit 8. Die letzte Frage dieses Staffelfinales des großen Buckethead Star Wars Quiz hat die Kategorie Hinter den Kulissen. Oh, sehr gut. Wie viele Punkte, Joshua, möchtest du setzen? Du führst, deswegen frage ich dich zuerst. Das ist immer gut, wenn es um sowas geht. Deswegen wird er bestimmt viel setzen. Deswegen muss ich leider auch viel setzen und sag mal... 4. Lasse, wie viel setzt du? Na, 5 natürlich. All in. Patrick, wie viel setzt du? Ja, als hinterher. 8. 8 geht nett. 1 bis 5. I'm all in. Nee, 5. Okay, Joshua setzt 4. Patrick und Lasse jeweils 5. Die Frage hinter den Kulissen. Ich ergänze Star Wars mal albern. Es gibt 4 Antwortmöglichkeiten. Mark Hamill ist bekannt dafür, dass er auch mal bei Albernheiten mitmacht. Aber in welcher Show ist Mark Hamill nicht aufgetreten? Also er ist wahnsinnig viel aufgetreten in allen möglichen Shows. Aber in einer Show, die ich gleich nenne, ist er nicht aufgetreten. Klammer auf, soweit ich das nachvollziehen konnte. Klammer zu. Also, ist Mark Hamill aufgetreten in A, The Muppet Show, B, der Big Bang Theory, C, den Simpsons und D, ist Mark Hamill aufgetreten in Ally McBeal? Was war das letzte? Ally McBeal. Was denn das? Du bist zu jung, du bist zu jung, du bist zu jung für diese Show. Also das erste war... Muppet Show. Ja, da bin ich mir relativ sicher, dass er da aufgetreten ist. Big Bang Theory bestimmt. Simpsons bestimmt auch. Also sage ich die letzte, was auch immer das ist. Keine Ahnung. Ally McBeal. Noch nie gehört. Glaubst du, ist es... Lasse, was glaubst du? Wo ist Mark Hamill nie aufgetreten? Ja, ich glaube auch Ally McBeal. Ally heißt die Frau. Ally McBeal, also Muppet Show war er dabei. Big Bang Theory wäre auch dabei. Und bei den Simpsons, da war er gezeichnet, also auch dabei. Ich weiß gar nicht, ob er sich da selbst gesprochen hat, aber auf jeden Fall gibt es ihn gezeichnet. Jetzt bin ich natürlich gerade durcheinander. Spricht er sich da auch selbst? Tritt er da in dem Sinne auf? Nee, ich bleib dabei. McBeal nehme ich. Ally McBeal tritt ja. Mark Hamill nicht auf, sagst du. Patrick. Dasselbe nehmen wie die Herren vor mir ist ja jetzt blöde.
Das Beste, was passieren kann, ist, ich würde verlieren. Also nehme ich Ellie McBeal nicht. Ich schließe mich Josua an, dass mir das auch überhaupt nichts sagt. Bei Big Bang Theory hat er die Trauung von Sheldon und Amy gemacht. Das war schon cool. Genau. Bei Simpsons tritt er auf. Ich habe es vor Augen. Ob er es spricht oder nicht, weiß ich nicht. Von daher habe ich nur kein Bild vor Augen von den Muppets. Das kann ich mir aber auch eigentlich gut vorstellen. Aber ich will was anderes nehmen als die anderen. Deswegen nehme ich mir das, was ich nicht weiß oder nicht vor Augen habe und nehme die Muppets. Eine bestechende Logik. Ich löse. Big Bang Theory, ihr habt's gesagt, da tritt Mark Hamill auf. So geile Auftritte. Dieser eine Typ, ich weiß nicht, wie der heißt, der mit dem Haarschnitt, mit dem Howard, steht dann so, macht erst die Tür wieder zu und sagt, ah, it's Mark Hamill. Und dann macht er die Tür wieder auf und sagt, ja, yeah. Das wäre nichts. So. Und dann völlig richtig, er führt die Hochzeit durch von Sheldon. Und wird dann da gefragt, so, ihr dürft Mark Hamill alles fragen zu Star Wars. Und dann fragt einer so, wie war denn das, als du mit Chewie auf Kashyyyk warst, auf der Heimatwelt der Wookiees? Wie hast denn du das gemacht, dass du die Sprache von denen verstanden hast? Und Mark Hamill so, ich war auf dem Heimatplaneten von Chewie? I don't remember ever being on a Wookiee home planet. Actually, Luke was on the Wookiee home planet Kashyyyk in the holiday special when he helped Chewie get home to his wife. Chewie had a wife? Her name's Mala. So geil. Entschuldigung. Also da tritt Mark Hamill auf. Ihr habt auch recht, er tritt auf in den Simpsons. In Staffel 10, da ist er Gast auf einer Nerd-Convention oder einer Art Nerd-Convention, die dann darin mündet, dass es eine große Schlägerei gibt und Mark Hamill wird von Homer aus einem brennenden Saal getragen. Mr. Hamill, Mr. Mayor, come on! Who are you? Homer Simpson, Nerdbuster, and I'm getting you out of here. I can't, Homer. I twisted my ankle. You guys go on without me. Never! Follow me. Das ist auch super. Verzeihung. Muppet Show oder Ellie McBeal? Was ist denn das Ellie McBeal? Ihr kennt alle Ellie McBeal nicht. Ellie McBeal ist eine Serie über Anwälte und speziell eine Anwältin, die immer ihre Fantasien dann in Bildern ausdrückt. Also man sieht, was die denkt. Die stellt sich zum Beispiel vor, ihr Boss würde seine Hosen verlieren. So. Und dann sieht man das im Bild, wie dem Boss die Hosen runterrutschen oder so. Und es war Ende der 90er, Anfang der 2000er war das eine relativ bekannte Serie und die Hauptdarstellerin, die Ellie McBeal gespielt hat, Calissa Flockhart, hat später Harrison Ford geheiratet. Hm. Aber Harrison Ford spielt nicht mit in Ellie McBeal und Mark Hamill spielt auch nicht mit in Ellie McBeal. Mann, warum habe ich nicht 5 Punkte gesetzt? Ich bin so blöd. In der Muppet Show, lieber Patrick, spielt Mark Hamill mit. 1980 schon. Da singt er doch auch, ne? Mit Miss Piggy und die ist Prinzessin Leia, meine ich. Genau. Miss Piggy ist die Prinzessin. Ja, das ist super cool. Kermit kündigt die an, diese Show, mit The Stars of Star Wars. Und dann kommen halt Mark Hamill, C-3PO und R2-D2 und Chewbacca kommen damit und machen eine ganze Muppet-Show-Sendung mit. 1980 kann man sich auf YouTube reinziehen, wer es noch nicht kennt. Das ist wunderbar. Luke Skywalker sieht da aus wie in Empire Strikes Back, hat auch das Kostüm an, das er anhat auf Bespin und so, sein Blaster dabei, es ist herrlich. Was bedeutet, lieber Patrick, du hast es riskiert, aber du verlierst leider deine 5 Punkte. Lasse und Josua, herzlichen Glückwunsch, ihr kriegt die Punkte und stürzt uns in das Dilemma, dass ihr jetzt beide 14 Punkte habt, jeder. Sag ja, ich hätte 5 setzen sollen. Wir ermitteln den Sieger. Ich habe hier noch so Reservefragen. Also wir machen es so, ich stelle euch noch 3 Fragen, möglichst flott. Und dann ermitteln wir so den Sieger, Josua und Lasse. Einverstanden? Ja, zack, zack. Frage 1. Welches ungeheuerliche Wesen stand nachweislich kurze Zeit im Dienste von Palpatines galaktischem Imperium? Ich nenne euch jetzt 4 Wesen und eines davon ist richtig. A, ein felucianischer Bodenkäfer. B, im Dienste des Imperiums stand mal ein mustafarianischer Lavafloh. C, ein bespianischer Luftschrimp. Oder D, eine korribanische Chlorschnecke.
stand im Dienst des Imperiums nachweislich kurze Zeit. Felucianischer Bodenkäfer, mustafarianischer Lavafloh, bespianischer Luftschrimp oder korribanische Chlorschnecke. Es gibt sie alle. Lasse. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mich jetzt entscheiden, dann nehme ich die letzte Antwort, dieses korribianische Ding. Korribanische Chlorschnecke, Josua. Ja, genau. Ja, das hätte ich eigentlich auch gesagt, weil dann sage ich das gleiche wie das. Ja, aber ich nehme es trotzdem, weil das hätte ich jetzt auch gesagt. Das kam mir bekannt, in Anführungszeichen, vor. Ich löse auf. Nicht im Dienste des Imperiums stand der felucianische Bodenkäfer, ein Gela-Grupp, zu sehen in Revenge of the Sith, das Reittier der Klone da, falls ihr euch an die Szene erinnert. Eher so im letzten Drittel von Revenge of the Sith. Nicht im Dienst steht der bespianische Luftschrimp. Der ist im Lexikon Ultimate Star Wars zu finden. Sieht aus wie eine Mischung aus Shrimp, Schmetterling und Mücke. Nicht im Dienst des Imperiums steht die korribanische Chlorschnecke. Das ist eine Figur aus New Hope, aus dem Schachspiel, aus dem Dejarik-Spielbrett. Später in The Old Republic wird das benannt in die korribanische Chlorschnecke. Korriban ist doch der Planet von den Sith und so. Und im Dienste des Imperiums stand der mustafarianische Lavafloh. Mensch, Leute, hört euch die Folge über Vaders Festung nochmal an. Ah, das war der Sith-Architekt Momin, der die 8. Version von Vaders Festung baut in Form eines Lavaflohs. Dann kurzzeitig steckt der drin. Und es wird nix. Also, kein Punkt für euch. Eine weitere Frage, die man kennen kann, wenn man Bucketheads hört. Episode 3 war George Lucas' letzter Star Wars-Film. Und dabei hat sich unser Maker selbst sehr schwer getan bei diesem Film. Und für das Skript hat er mehr als ein Jahr gebraucht. Und da war es immer noch nicht vollendet. Und dabei hat Lucas immer wieder Dinge eingebaut und dann doch verworfen, eingebaut, verworfen und so. Welche dieser vier Pläne hatte George Lucas eigentlich für Episode 3? A. Episode 3 sollte starten mit drei verschiedenen Lichtschwertduellen. B. Episode 3 sollte zeigen, einen jungen Han Solo auf Kashyyyk, der Yoda hilft. C. In Episode 3 sollte Grievous eigentlich eine Frau sein. D. Eigentlich sollte in Episode 3 ein Stuntman gegen Samuel L. Jackson kämpfen und nicht Ian McDiarmid, also Palpatine. Doch der Stuntman hat sich verletzt. Deshalb hat Ian McDiarmid doch gekämpft. So. Welche dieser Geschichten stimmt? Lichtschwertduelle am Anfang, junge Han Solo auf Kashyyyk, der Yoda hilft, Grievous sollte eine Frau sein oder eigentlich sollte ein Stuntman statt Ian McDiarmid kämpfen, doch der Stuntman hat sich verletzt und dann hat Palpatine Schauspieler selbst gefechtet. Josua. So mit Ian McDiarmid war da irgendwas? Mit dem Anfang? Ich würde sagen, der junge Han Solo. Lasse. Ja, der junge Han Solo ist es. Der sollte da Yoda helfen auf Kashyyyk. Das weiß gar nicht, wo ich das weiß. Vielleicht aus dem Star Wars Archives. Auf jeden Fall weiß ich das. Es sollte auch ursprünglich in der Anfangssequenz eine riesige Schlacht in der Galaxis gezeigt werden. Auf 6 oder 7 verschiedenen Planeten. Aber Raumschlachten, oder? Und keine Lichtschwertkämpfe. Nee, Lichtschwertkämpfe nicht. Schlachten. Deine Frage sollte da vielleicht ein bisschen in Irre führen. Aber es ist Han Solo. Der sollte da drin vorkommen auf Kashyyyk, genau. Genau, Episode 3 sollte nicht mit 3 Lichtschwertduellen starten, sondern zeitweise mal mit 7 Schlachten, genau. Episode 3, Grievous, eine Frau, nein. Dooku sollte in Episode 2 mal eine Frau sein, gab es Entwürfe. Und das mit dem Stuntman, ja, eigentlich sollte ein Stuntman kämpfen, aber der hat sich nicht verletzt, sondern ach, stimmt, Lucas wollte das dann nicht. Genau, George Lucas wollte, dass McDiarmid selbst kämpft und dem war das sehr unangenehm, dass er dann kämpfen musste. Das erfährt man unter anderem im Star Wars Archive. Genau, kann man nachhören in der Folge über Neues aus dem Star Wars Archiv zu Episode 3 hier im Bucketheads Podcast. Richtig ist, ein junger Han Solo sollte auf Kashyyyk Yoda helfen. Da kriegt ihr beide einen Punkt. Und ich fürchte, dass die dritte Frage es immer noch nicht entscheidet. Oh Gott. Okay, jetzt machen wir dieses. Der X-Wing-Jäger spielt eine bedeutende Rolle in den Flotten der Rebellion und des Widerstandes.
Doch welches X-Wing-Modell gibt es kanonisch nicht? Den T-65B, den T-70 oder den T-75 oder den T-85? Welchen gibt es nicht? T-65B, 70, 75 oder 85? Ich kenne nur T-65, das ist doch der normale. So eine doofe Frage, ich gebe es zu. Dann gibt es doch die von der Resistance, das sind doch eine neuere Modelle, aber wie heißen die? Sind das T-85? Dann gibt es diese T-70, gibt es nicht. Das ist meine Antwort. T-70. Josua? Oh Gott, ich bin so verwirrt gerade von den Zahlen irgendwie. Bitte entscheiden Sie sich jetzt. Ich sag 75. 75 gibt es nicht. Es gibt den T-65B. Das ist der aus A New Hope, wo Luke Skywalker drin sitzt, unter anderem. Es gibt auch den T-70, das ist der X-Wing der Neuen Republik und des Widerstandes. Und es gibt dann auch den T-85. Ich meine, das ist dann die Variante, die man aus Resistance sieht. Es gibt nicht den T-75. Stand jetzt. Und damit hat Josua den Punkt geholt. Und Josua behält das Darksaber. Josua, ich gratuliere dir. Vielen Dank. Ich würde ja jetzt sagen, wie es sich gehört, aber das kann ich jetzt nicht sagen. Das war eigentlich mehr Glück. Also war ein sehr guter Kampf. Und wenn ich dann mal sterbe, dann kriegst du es. Ich vermach's dir dann. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten mit dieser heiteren Frage aufgehört, wo Mark Hamill überall aufgetreten ist und wo nicht. Und jetzt nicht, dass ihr überlegt, was passiert, wenn ihr sterbt. Was habe ich nur getan? Das war das Ende der zweiten Staffel des Buckethead Star Wars Quiz. Glückwunsch an den Sieger, Josua. Danke an die anderen Kandidaten. Danke an euch, liebe Zuhörende. Nach dem Abspann reden wir noch mal kurz über Josuas Jahr in Namibia, wie versprochen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Josua, du bist ein Jahr in Namibia im, er heißt Children's Haven, richtig? Omaruru Children's Haven, genau. In Omaruru, Omaruru ist die Stadt. Wenn ich mir die Karte angucke von Namibia, ist das so echt im Nirgendwo oder nach unserem Verständnis im Nirgendwo nordwestlich von Windhoek. Drumherum ist echt nicht viel, außer viel Wüste. Es ist wirklich so ein bisschen Tatooine-ig. Es ist nicht so tatooinig, wie man sich es eigentlich vorstellt. Tatsächlich jetzt in der Regenzeit ist es sehr, sehr grün, eher so ein bisschen Alderan, sogar hier in der Umgebung. Aber es gibt schon sehr wüstige Gegenden. Und wie bist du da rangekommen? Eigentlich wollte ich wo ganz anders hin, und zwar in die USA tatsächlich. Ich wusste aber schon immer, dass ich in ein Kinderheim wollte, und das war in den USA einfach alles ein bisschen schwierig. Und dann habe ich halt in Afrika nach Kinderheim gesucht oder beziehungsweise generell nach Kinderheim, und dann bin ich schlussendlich in Namibia gelandet. Es war eigentlich alles eher so ein bisschen zufällig. Ich habe auch mich eigentlich viel zu spät beworben, und am Tag nach meiner Bewerbung haben sie gesagt, ja, komm mal für ein Gespräch bei Skype vorbei, und dann haben sie mich gleich genommen. Welche Organisation ist denn das? Wo konkret hast du dich beworben? Das sind die Freude der Erziehungskunst Rudolf Steiners E.V. heißt die Organisation. Es ist eine der größten oder sogar die größte Organisation in Deutschland, die Freiwillige in alle Welt entsendet. Und zwar in meinem Fall über das Weltwärtsprogramm, also gefördert vom Bundesministerium für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die bezahlen dann zum Beispiel den Flug oder dass man eine ordentliche Versicherung hat und solche Sachen. Und du bist jetzt ein Freiwilliger in einem Heim, wo Kinder unterkommen, die kein anderes Zuhause haben, die auch alle keine Eltern mehr haben? Fragezeichen? Nein. Also wir haben tatsächlich von jetzt aktuell etwa 35 Kindern nur zwei Vollwaisen. Also die wirklich gar keine Familie mehr haben. Alle anderen haben noch irgendwelche Art von Familie. Man muss aber auch sagen, in Namibia ist das auch ein bisschen anders. Also wenn man da noch irgendeine Tante hat, dann wird die auch quasi als Mutter angesehen. Familie wird einfach nicht so in so einem engen Rahmen gesehen, sondern einfach sehr viel weit gefasster. Aber die haben alle noch irgendwelche Familie. Teilweise wurden sie von der Familie misshandelt, teilweise verstoßen, teilweise können die sich aber nicht um die kümmern. Das ist ganz unterschiedlich. Aber in Ferien gehen dann auch viele immer nach Hause oder besuchen Familie.
Joshua, wir haben schon ganz viel privat darüber gesprochen, was du da alles erlebt hast, was politisch passiert in dem Land, was du mit den Kindern machst und welche Möglichkeiten du auch hattest, das Land kennenzulernen und wie es ist, mit dieser verdammten Hitze umzugehen da unten und wie, wir nehmen es hier gerade auf, der Krieg, der in Europa läuft, der Angriffskrieg von Putin gegen die Ukraine, wie das da unten wahrgenommen wird. Das würde mir alles zu weit gehen, das jetzt hier im Bucketheads-Podcast zu beantworten. Aber ich möchte dich einladen nochmal für diejenigen, die mehr darüber wissen wollen, diese freiwillige Arbeit, das freiwillige Jahr und über dieses konkrete Projekt und so. Wie kann man dich kontaktieren? Wie kann man mehr über das Projekt erfahren? Und kann man dieses Kinderheim vielleicht auch direkt unterstützen? Erstmal mich kontaktieren geht natürlich, also erstmal, wenn man auf dem Discord-Server ist oder man kann sich auch mal für den Discord-Server bewerben, kann mich da natürlich immer fragen. Sonst können wir auch gerne eine E-Mail schreiben an josua@bauki.de, ganz einfach. Oder eben so zum Beispiel auch auf Twitter, da heiße ich josua17, wir schreiben. Da kann ich auch immer gerne antworten. Mache ich super gerne. Und sonst für das Kinderheim kann man am besten auf die Homepage unseres Kinderheims gehen. Die ist auf Deutsch und auf Englisch verfügbar. Die ist omaruruchildrenshaven.org. Ist gerade ganz neu gemacht, also wurde Anfang dieses Jahres komplett neu gestaltet. Und da findet man dann Informationen dazu, zur Geschichte des Kinderheims, wie der Tag ungefähr abläuft. Da gibt es ein paar Bilder und zu allen möglichen Sachen, die einen vielleicht interessieren, gibt es da Informationen. Und außerdem gibt es auf der Website auch eine Bankverbindung zu einem Förderverein in Deutschland, an dem man eben, wenn man gerne möchte, direkt Geld spenden kann. Das läuft alles über einen Förderverein in Deutschland, weil das einfach billiger ist und nach Namibia Geld überweisen ist einfach schwierig und die können eine Spendenbescheinigung ausstellen, wenn man möchte. Und vielleicht aber so, wofür das zum Beispiel gerade benutzt wird, bei uns ist zum Beispiel gerade bei einem Block durch viel Regen das Dach kaputt gegangen und das wird zum Beispiel dann davon repariert. Dankeschön für die extra Zeit, danke für die, die dran geblieben sind fürs Zuhören. Ich verlinke die weiterführenden Informationen in die Beschreibung, dass man dann die E-Mail-Adresse, den Twitter-Namen und die Adresse von dem Omaruru Haven nochmal besser nachvollziehen kann. Alles klar. Danke euch. Bis bald. Macht's gut. Danke.